Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's euch? Heute, ja, wie versprochen, Analysis. Ich habe was bekommen von der FH Dortmund. Ich weiß gar nicht, ob ihr heute vertreten seid. Ist alles ein bisschen kurzfristig gewesen. Aber sagt ruhig mal, wenn ihr da seid. Und ja, wir uns heute ein bisschen mit auch auf eure Prüfung vorbereiten können. Aber Analysis haben viele, ja, seid nicht nur ihr, sondern ich glaube, das ist auch ein, ja, eine sehr gute Wiederholung, ein sehr guter Einstieg für alle, die es jetzt irgendwie auch im ersten Semester mit Mathe zu tun bekommen. Ja, grobe Themen sind sowas wie Taylor, Polynomen, vollständige Induktionen, Grenzwerte von Folgen, Grenzwerte von Reihen. Nee, Moment, nicht, von Funktionen, genau. Ja, Extrema mit mehreren Variablen, Integralrechnung, also das klassische Zeug. Potenzreihe kommt diesmal drin vor. Und eine Differentialgleichung zum Schluss. Schon mal ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, was uns dann nächste Woche blühen wird. Ja, und ich habe ein paar Aufgaben zugeschickt bekommen. Die sollten sehr interessant sein für euch. Ich denke, für alle sogar. Ich werde sie aber in eine eigene Reihenfolge bringen, einfach weil ich es didaktisch schlauer finde. Na, wir werden sie alle machen, aber in einer von mir festgelegten Reihenfolge. Genau. Zu welchen Themen wird es noch Livestreams geben? Ja, auf jeden Fall morgen zu linearen Algebra. Nächste Woche Differentialgleichung, Stochastik. Ich habe, das ist auch eine fast schon traurige Sache, hat jemand aus der HU Berlin mir geschrieben, jetzt Job verloren wegen Corona und so und jetzt das ganze Online-Semester kotzt nur noch an, machen wir auch eine Altklausur dafür. Ich habe auch gerade noch eine andere Mail bekommen mit vielleicht ein bisschen mehr so Wirtschaftszeug. Genau, sehr interessant, weil da auch das Thema Differenzengleichungen behandelt werden. Das haben viele außerhalb des Wirtschaftsstudiums oft nicht, was aber ähnlich ist wie Differentialgleichungen, nur ein bisschen interessanter fast schon. Genau, das wird auch noch kommen und ansonsten, ich lasse mich auch ein bisschen überraschen. Also ich habe noch nicht alles wochenlang durchgeplant, aber wird noch zu allem Livestreams geben, keine Sorge. So, ist der Ton weg? Ja? Moment. Nee, eigentlich müsste der Ton laufen, oder? Okay. Ja, nee, sagt einfach, wenn irgendwas ist. Ich teste hier auch nebenbei noch Bild und Ton, bevor es richtig losgeht. Nicht, dass wir wieder so einen Ausfall haben wie gestern, ja, aber das lag ja beim Internet. Jetzt müsste eigentlich alles wesentlich besser klappen. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, lasst uns gleich starten, oder? Okay. Dann, genau, wir starten jetzt. Solltet ihr Fragen wieder haben zu den Aufgaben, die wir machen, haut sie direkt raus. Ich möchte gerne, während wir eine Aufgabe bearbeiten, komplett nur über diese Aufgabe reden. Und alle Fragen, die ihr sonst noch habt, die auch mit dem Thema Analysis zu tun haben, stellt sie am Ende. Ja? Ansonsten, wenn ihr Fragen zu Algebra habt zum Beispiel, dann stellt sie einfach morgen im Livestream. Ja? Ich glaube, das ist am besten für alle, die sich diesen Stream danach nochmal anschauen, weil der wird wieder hochgeladen, wie immer. Genau. Dann würde ich sagen, Leute, lasst uns starten. Also, mache ich mal wieder auf den anderen Screen hier. Dann kann ich immer mitlesen, was ihr so Schönes schreibt. Genau, und arbeitet wieder so schön mit wie gestern oder wie sonst auch immer. Ich finde die Dynamik sehr, sehr angenehm. Gut, am besten starten wir mit einem Taylor-Polynom. Ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Weil das hatten wir gestern auch schon und ja, darauf aufbauend funktionieren auch die anderen zwei Aufgaben. Die sind hier so ein bisschen durcheinander, also ich sortiere es um. Wir fangen mit dem Taylor-Polynom an von einer gegebenen Funktion. Die Funktion lautet e hoch x plus 1 durch x plus 1. Genau, das ist die Funktion, die gegeben ist. Und wir sollen jetzt im Entwicklungspunkt x0, x0 gleich 0, okay, ein Taylor-Polynom vom Grad
5 bestimmen. Na, n gleich 5, n nenne ich einfach immer den Grad. Also wir brauchen quasi so viele Ableitungen, wie wir gerade haben. Na, also schreibe ich es nochmal hin, gesucht jetzt das Taylor-Polynom von der Ordnung 5. Ich habe jetzt nicht mit hingeschrieben, dass es sich um den Entwicklungspunkt x0 handelt, aber das wird hoffentlich klar, weil ich den ja dorthin geschrieben habe. Also klar, man könnte das hier auch immer noch mal in der Bezeichnung mit erfassen. Fragt ja mal eure Dozentinnen, wie die das am liebsten hätten von der Schreibweise her. Ja. Genau. Also im Endeffekt ist das Einzige, was wir für so ein Taylor-Polynom oder auch später Taylor-Reihe braucht, sind die Ableitungen. Wir brauchen so viele Ableitungen, wie hier stehen. Bei der Taylor-Reihe, das ist wie das Taylor-Polynom unendlichster Ordnung. Man bräuchte unendlich viele Ableitungen. Und da merkt ihr schon, das wird schwer, die alle auszurechnen. Deswegen kriegt man dafür meist so eine, oder muss sie sich herleiten, eine explizite Bildungsvorschrift für die Ableitungen. Reden wir aber gleich nochmal drüber, so habe ich das extra sortiert. Jetzt starten wir mit dem Taylor-Polynom vom Grad 5. Also, wir brauchen diese Funktion und 5 Ableitungen davon. Gut, jetzt ist es ein bisschen blöd, ich schreibe meistens diese Funktion immer nochmal mit ab, also weil ich irgendwie diese Struktur, diese Übersichtlichkeit hier mag. Und in den meisten Fällen ist es so, wenn man Wurzeln ableiten soll, dann schreibt man die Wurzel eh nochmal um. Ne? Erinnert euch, eine zweite Wurzel hoch ein Halb, eine dritte Wurzel hoch ein Drittel, eine vierte Wurzel hoch ein Viertel und so weiter. Tatsächlich hätte man auch hier schreiben können, den Bruch zu einer hoch minus 1, ja, zum Ableiten. Aber ich möchte hier nochmal auf den Trick vom Ableiten von Brüchen hinaus, wo die Variable nur im Nenner steht. Deswegen habe ich es einfach nochmal 1 zu 1 abgeschrieben. Also im Endeffekt möchte ich nämlich hier die Funktionswerte aufschreiben, deswegen hat ja oben nicht mehr hingepasst. Na gut, deswegen Originalfunktion brauchen wir auch und wir brauchen 5 Ableitungen davon. Und das geht zum Glück ziemlich einfach, das wollte ich nämlich hier gerade erklären. E hoch x abgeleitet bleibt e hoch x, das ist, glaube ich, jedem bekannt. Und hier, anstatt das zu hoch minus 1 umzuformen, diesen Bruch, also x plus 1 hoch minus 1, kann man machen. Ne? Minus zum Exponent hat nur eine Bedeutung, Bruch. Stattdessen möchte ich mit Hilfe von 3 Schritten direkt zur Ableitung kommen. Finde ich irgendwie schöner, aber macht hier auch nicht so den großen Unterschied. Aber ich zeige es euch nochmal, wenn das x, also wenn die Variable, nach der wir ableiten, einzig und allein im Nenner steht. Okay, allein muss nicht sein, ne? Kann auch so eine Verkettung sein. Aber wenn es nur im Nenner steht, nicht im Zähler, dann könnt ihr den Trick benutzen. Wenn es auch im Zähler steht, dann Quotientenregel. Ne? Und der Trick geht folgendermaßen. Erstens, Vorzeichen ändert sich. Zweitens, der Exponent des gesamten Nenners erhöht sich. Aufpassen, der Exponent des Nenners ist eine 1, also wird daraus eine 2. Und dritter Schritt ist alter Exponent mal altem Zähler. Ja, einfach, weil man auf diese Weise sehr schnell und einfach auf die Ableitung kommt. Natürlich, wenn hier mehr steht als x, ne, dann müsste man hiervon noch die Ableitung bilden. Also man müsste jetzt noch die Ableitung bilden, ist gleich 1, mal 1 schreibe ich aber nicht. Sollte jetzt aber hier unten stehen Sinus, also 1 durch Sinus, ne, dann müsste man den Sinus nochmal ableiten, wäre der Cosinus. Ihr müsst also einfach die Ableitung dann nochmal dranhängen hinten. Ne? Und genauso könnt ihr auch vorgehen, wenn ihr hier die zweite Ableitung bildet, die dritte Ableitung, aufgepasst, vierte Ableitung, hat uns mal ganz witzigerweise ein Algebra-Professor erzählt, sind nicht 4 Striche, sondern römisch 4. Ne? Das sind, diese Striche sind römische Zahlen, hat er uns mal verraten. Ne? Ich weiß noch, es hat er uns so die kleine Anekdote erzählt aus seiner Studienzeit, wie er den Professor gefragt hat mit 4 Strichen und der war aber gar nicht so erfreut, also, warum das nicht klar ist, dass das römische Zahlen sind. Ich wusste es auch nicht. Ja? Na gut, fand ich aber super witzig, dass unser Algebra-Professor uns das erzählt hat, wie er damals, naja, ein bisschen unbeliebt gemacht hat bei seinem Professor, der das dann nicht verstanden hat. Na gut, bei all diesen Ableitungen geht es genauso, ne? Dieses E ist... bleibt unverändert stehen, ja, weil e hoch x abgeleitet bleibt e hoch x. Aber hier setzt sich das Muster fort. Immer Vorzeichen ändern, Exponent des Nenners um 1 erhöhen. Und dritte Sache immer, die vergessen leider viele, darum weiß ich immer nicht, ob ich den Trick sagen soll, ja, aber ich habe mal genug Zeit zum Üben. Alter Exponent mal altem Zähler. 2 mal 1 ist 2. Und dann geht es weiter. Ein bisschen Platz sparender schreiben vielleicht. Schritt 1, Vorzeichen ändern. Schritt 2, Exponent um 1 erhöhen, also von 3 auf 4. Und Schritt 3 war alter Exponent mal altem Zähler, ist eine 6. Und hier unten nochmal, Vorzeichen ändern, dann Exponent um 1 erhöhen,
sind wir bei einer 5. Alter, Exponent mal altem Zähler, 24. Und noch ein letztes Mal Vorzeichen ändern, Exponent um 1 erhöhen. Und alter Exponent mal altem Zähler sind wir bei 120. Ich glaube, hat mal genug Zeit, diesen kleinen Trick an dieser Stelle zu üben. Aber klar, man hätte es auch umformen können zu hoch minus 1 und dann einfach immer diesen Exponenten nach vorne gezogen. Dann hätte man gesehen, das Vorzeichen ändert sich und die Zahlen wären 1, 1, 2, 6, 24, 120 auch gewesen, ne? Die Vorfaktoren. Spielt an dieser Stelle also nicht so die große Rolle, wie man es gemacht hätte. Genau, richtig, genau, mit dem 1 durch x plus 1 hoch minus 1. Sehr gut. Ich wollte das, also genau, es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Ne? Aber es hat sich gerade angeboten, den Trick kurz zu erklären. Im Übrigen habt ihr ja gerade schon ein Muster erkannt, ne, was immer passiert. Vorzeichen ändert sich, Exponent erhöht sich um 1 und wie diese Zahlen im Zähler zustande kommen, ist einfach nur das Produkt von diesen alten Exponenten. Also auch nur eine Abfolge, 1 mal 2 mal 3 mal 4, irgendwas mit Fakultät könnte man das ausdrücken. Ist schon mal ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass man hier wunderbar die Taylor-Reihe bestimmen könnte. Und was noch genialer ist, die Taylor-Reihe von E hoch X, die sollte jedem bekannt sein. Das ist so eine, die hatten wir gestern auch schon, ich schreibe sie auch gerne mal hin, wenn ihr wollt. Und die Taylor-Reihe von dem ergibt sich hier raus. Und das Witzige ist, dass die Taylor-Reihe von F einfach nur die Summe der beiden Taylor-Reihen ist. Ja? Kam mir gerade spontan, weil ich das auch oft gefragt wurde, ob ich immer nicht mehr zu Taylor-Reihen machen kann. Da habe ich nämlich nur 2 Videos bisher bei YouTube drauf. Aber auch sowas hier mit diesen Zusammensetzungen. Genau. Aber was wir eigentlich brauchen, eigentlich interessieren uns die gar nicht. Es spielt auch gar keine Rolle, in welcher Form wir das aufschreiben. Uns interessieren nur die Funktionswerte an dieser vorgegebenen Stelle. Denn wir müssen ja in irgendeinem Punkt die Funktion entwickeln in einer Taylor-Reihe. Also in einer unmittelbaren Umgebung von x0 gleich 0 sollte oder wird das Taylor-Polynom ungefähr so aussehen wie unsere Originalfunktion. Je weiter man davon abweicht, desto mehr ist auch die Abweichung. Also irgendwann bricht es nämlich aus, ab einem gewissen Abstand von dem Entwicklungspunkt macht das Polynom halt sein Polynomzeugs und die E-Funktion macht ihr E-Funktionszeugs. Also die gehen irgendwo auseinander. Außer man hat die Taylor-Reihe, ne, Taylor-Polynom unendlichste Ordnung, da stimmt dieses Polynom in unendlich vielen Summanden überein, identisch, sind identisch mit unserer Funktion. Gut, man muss vielleicht auch noch sagen, dass es immer noch kritisch ist. Hier zum Beispiel x gleich minus 1 ist niemals erlaubt in der Funktion. Das bedeutet also auch, dass bei x gleich minus 1, da wird es dann wohl irgendwo wird wohl nicht übereinstimmen. Beziehungsweise man muss auch fairerweise dazu sagen, dass immer nur in einem bestimmten Gebiet die Taylor-Reihe dann übereinstimmt mit der Originalfunktion. Ich habe das tatsächlich an genau diesem Beispiel 1 durch x mal in einem Video gemacht und da kommt dann immer wieder dieser Punkt Konvergenzradius mit ins Spiel. Aber darüber reden wir gleich. Ich wollte nur erwähnen, dass das gerade so ein perfekter Übergang ist, weil man hier wunderbar die Taylor-Reihe hätte bestimmen können. Ja? Wenn man einfach jetzt das Muster erkennt und dann die Karte-Ableitung daraus zieht. Aber genau, sowas machen wir gleich. Darum werde ich das jetzt an dieser Stelle nicht weiter erwähnen. Genau. Das Einzige, was wir hier brauchen, sind die Funktionswerte von all diesen Ableitungen hier an der Stelle 0. Weil in der Umgebung von der 0 soll bitte das Polynom so aussehen wie unsere Originalfunktion. Am liebsten überall, aber das kriegen wir aufgrund der Unstetigkeit sowieso nicht hin. Ja. Polynom ist nämlich überall stetig und das ist einfach unstetig. Also allein daran sieht man schon, dass das nicht überall so passieren wird. Okay, setzen wir die 0 ein. Hier ist es ziemlich einfach bei dem e. e hoch 0 ist gleich 1. Ja, merkt euch das unbedingt. Und hier haben wir immer auch eine 1 im Nenner. Ne? Immer 0 plus 1 im Nenner. Das bedeutet, der gesamte Nenner wird zu 1, kann ich also ignorieren. Und damit haben wir 1 plus 1 gleich 2. 1 minus 1 gleich 0. 1 plus 2 gleich 3. 1 minus 6 gleich minus 5. 1 plus 24 ist 25. 1 minus 120 sind wir bei minus 119. Wow. Ja, gefällt einem immer nicht sowas, ne? Ist das nicht vielleicht so eine Primzahl? Ich weiß es gar nicht. Also, weiß ich nicht. Weiß ich gerade nicht, aber keine schönen Zahlen. Na gut, aber muss uns ja nicht weiter interessieren. Sollen halt einfach diese Zahlen sein, ja, mit denen wir jetzt arbeiten. Gucken wir mal.
Muss man die Terme am Ende noch entsprechend zusammenfassen für volle Punktzahl? Gute Frage. Wegen Punktevergaben müsst ihr wirklich mal bei euren Dozenten nachfragen. Weil jeder macht das anders. Oft ist es so, dass ihr nicht für das richtige Ergebnis Punkte bekommt, sondern weil ihr gewisse Schreibweisen nehmt. Ich finde es sehr fragwürdig. Ich hoffe, in Zukunft kümmert sich mal ein höheres Gremium um solche Ungerechtigkeiten, weil das nichts mit Mathematik zu tun hat. Aber das kann ich euch nicht sagen mit dem Zusammenfassen. Ich kann euch nur sagen, was das Taylor-Polynom ist, wie es ausgerechnet wird, ja, und wie ihr es dann aufschreiben sollt, müsst ihr nochmal nachfragen dann. Ja. Warum hat die Ableitung negatives Vorzeichen beim zweiten Term? Hier meinst du, ja. Das liegt daran, also entweder diese Drei-Schritte-Regel, dass ich immer, wenn das, wonach die Ableitung im Nenner steht, also nur im Nenner steht, dann ändert sich halt immer das Vorzeichen. Oder indem ihr einfach den Vorschlag nehmt, wie man es eigentlich original wahrscheinlich machen würde, dass man 1 durch x minus oder 1 durch x plus 1 umschreibt zu x plus 1 hoch minus 1. Und beim Ableiten wird immer der Exponent ja nach vorne kommen. Das heißt, da kommt was Negatives zustande. Da jetzt aber dann nach dem Runterziehen noch minus 1 gerechnet wird, es bleibt negativ einfach, würde ich sagen. Das heißt, in jeder Ableitung ändert sich das Vorzeichen, weil dann erst eine mal minus 1, danach eine mal minus 2, dann eine mal minus 3, dann eine mal minus 4 dazu kommt. Ja? Das ist der Grund. Stark! Von CG hat 7 mal 17. Ist gar keine Primzahl, wie ich dachte. Ne? 7 ist eine Primzahl. Und 17 ist eine Primzahl, das ist die Primfaktorzerlegung. Dankeschön. Ja, hätte mich jetzt gefreut, wenn... Naja, hilft uns trotzdem nicht weiter, kann man trotzdem nicht kürzen, aber gut, dass du es mir aufgeschrieben hast. Okay, dann machen wir weiter, weil das ist das eigentlich Wichtige. Mehr braucht ihr eigentlich nicht, um das Taylor-Polynom zu bestimmen. Das Taylor-Polynom fünfter Ordnung hat jetzt 6 Summanden. Ja? Wir müssen bei der nullten Ableitung starten. Ne? Nullte, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte sind 6 Werte. Und wer gestern schon zugeschaut hat, wir hatten schon mal ein Taylor-Polynom, würde mich freuen, wenn ihr, weiß nicht, versucht es, während ich das hier aufschreibe, auch nochmal selbstständig irgendwie zu machen. Ich versuche das komplette Muster noch einmal anzuschreiben, ne? Einfach für die Übersicht. Auch wenn für die Trainierten von unter euch, die wissen, dass der erste Summand nur dieser Funktionswert sein wird. Normalerweise in meiner Prüfung jetzt würde ich hier eine 2 hinschreiben und weiter. Ja? Die 0 würde ich zum Beispiel gar nicht erfassen, dann mache ich mit der 3 weiter. Aber damit ihr nochmal das Muster seht, schreibe ich es komplett auf. Also Funktionswert, ja, ist hier die 2, geteilt durch die Ableitungsordnung. Na, wenn das hier die erste Ableitung war, ist das hier die nullte Ableitung, die Originalfunktion, also 0 Fakultät. Also immer Ableitungsordnung Fakultät. Ja, das ist, steht in der Taylor-Formel. Wie gesagt, kann man sich auch ja, auf verschiedene Weise auch tatsächlich herleiten. X minus Entwicklungsstelle. Ja, es tut mir ein bisschen weh, jetzt x minus 0 hinzuschreiben, aber ich mache es trotzdem. Ja. In der Prüfung macht bitte sowas nicht, sondern lasst gleich die minus 0 weg. Ja. Hoch 0. Genau, das ist das Muster. Genau, so sieht das Ganze aus und es muss jetzt für die nächsten Ableitungen, für die nächsten Werte übernommen werden. Es steht immer dieser Wert hier oben im Zähler. Na, siehst du, was wie eine 0 hätte ich zum Beispiel auch nicht geschrieben, weil, ja, macht ja keinen Sinn, fällt ja eh weg. Aber nochmal fürs Muster, hier eine 1, Fakultät mal x minus 0 hoch 1. So. Das hier mit 3 Stiften gemanagt. Mal gucken. So, und das gleiche setzt sich jetzt fort mit der 3. 3 geteilt durch 2 Fakultät. Ja, immer der Funktionswert im Zähler und unten im Nenner steht die Ableitungsordnung Fakultät mal x minus 0 hoch Ableitungsordnung. Seht ihr, immer diese Zahl ist gleich. Darum habe ich sie jetzt auch immer in blau gemacht. Und das ist das ganze Muster, was ihr euch auswendig einprägen müsst. Genau, mehr ist eigentlich nicht zu merken. Ich kann, während ich hier schreibe, kann ich kurz noch erzählen, ich hatte früher in meiner Prüfung,
Wir durften uns so Merkzettel schreiben, ne? Dass man so auf einer Seite mal so alles aufschreibt, was man sich jetzt vielleicht nicht so merken kann. Und tatsächlich war es bei mir so, dass ich mir alles merken konnte aus den, also wir hatten eine Prüfung für die ersten 2 Semester, alles wurde zusammengeschrieben. Und ich konnte mir einfach diese Formel hier nicht merken und ich wollte nicht, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mir einfach nur fett diese Formel aufs Blatt geschrieben. Alles andere wusste ich halt schon. Und im Endeffekt mittlerweile, ja, wenn man sie vielleicht verstanden hat, dann einen ganz anderen Bezug dazu. Deswegen ist auch mal wichtig, dass ihr nicht versucht, einfach nur stumpf irgendwas auswendig zu lernen, sondern schaut euch gerne mal mein Video dazu an und versucht es wirklich zu verstehen. Ja. Ja, voilà. So. Farblich konsistent sein. So, das Ausrufezeichen in Schwarz. Mal x minus 0 hoch 5. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich nicht alles sehen. Ich stehe wahrscheinlich immer irgendwo davor. Ne? Aber ich glaube, wenn ihr euch nur mal einen Summanden anschaut, dann habt ihr das Muster eigentlich verstanden, was dahinter steckt. Genau. Ich hab's raus mit 3 Schriften zu schreiben. F von x, genau, das ist der nullte Term, weil es die nullte Ableitung ist. Richtig. Ja. Oft schreibt man auch anstatt römischen Zahlen für die Ableitung auch arabische Zahlen in Klammern. Das geht auch, ne? Das sieht man ziemlich oft in, ja, in Büchern zum Beispiel, dass man eben bei der, dass man dann hier schreibt, ist quasi ist die nullte Ableitung. Ja. Und das hier wäre die erste Ableitung. Falls ihr euch mal gewundert habt, was arabische Zahlen in Klammern dort oben im Exponenten zu bedeuten haben. Klar, es könnte jetzt auch irgendwie für eine Art Folge stehen oder so. Ist ja auch ab, irgendwo ist auch eine Folge, ne? Die Folge der Ableitungen. Witzigerweise. Aber ja, genau, das ist die Bedeutung. Weil F' der erste ist, genau. Aber ich check nicht, warum er nicht das Restglied bildet, weil es nicht die Aufgabe ist. Das steht nicht in der Aufgabe, mache das Restglied. Also tue ich es auch nicht. Ne? Ist ganz wichtig. Immer auf die Frage achten. Hast du vielleicht im Kopf sowas hier, die Funktion ist gleich das Taylor-Polynom n-ter Ordnung von x plus dem zugehörigen Rest. Ja, jetzt irgendwas hinschreiben dazu, aber sowas hast du vielleicht im Kopf. Warum macht er jetzt nicht noch den Rest? Weil er will doch auf die Funktion zurück, aber ohne den Rest fehlt ihm doch noch ein Stück. Ne? Ob Plus oder Minus selber dahingestellt, ob positiv oder negativ ist. Genau, da hast du schon recht. Nur es ist lediglich nach dem Taylor-Polynom gefragt, nach dem hier und nicht nach, wie sieht die Taylor-Formel aus, berechne alle Bestandteile oder sowas. Nein, die Aufgabe lautet, mach das Taylor-Polynom und da bin ich faul, gebe ich zu, mache ich nur das. Wenn ihr euch für das Restglied interessiert, wie gesagt, ich habe da Videos zu, wir haben es auch gestern das schon mal gemacht, wollte es jetzt nur nicht zu sehr ausarten lassen. Genau. Wann geht es ungefähr mit vollständiger Induktion los? Kann ich nicht sagen, je nachdem, wie wir jetzt vorankommen. Und die Fehlerabschätzung ist nicht gefragt. Genau, wenn sie nicht gefragt ist, machen wir kein Restglied. Wir werden nur das Taylor-Polynom bestimmen, weil es die Aufgabe ist. Wie gesagt, schaut es euch gestern an, da haben wir das uns mal angeschaut. Oder gerne auch nochmal in nächster Woche, wenn mir dann jemand was zu Restglied mit Abschätzungen kommt, können wir gerne machen. Hier war es nicht der Fall. So, Nullfakultät ist 1, fällt weg, irgendwas hoch 0 fällt auch weg. Das heißt, der erste Summand ist immer der Funktionswert. Dieses mal 0, wenn im Zähler eine 0 steht, könnte das ganze Ding streichen, weil ist ja 0. Dann haben wir 3 halbe. Also 2 Fakultät heißt ja 2 mal 1. Ne? Immer nach unten hin multiplizieren, bis zu 1 runter. Das heißt, wir haben hier 3 halbe mal x Quadrat. Ja, dieses 0, das ist jetzt auch weg. Macht ja keinen Sinn. Dann haben wir 3 mal 2 mal 1 sind 6, also minus 5 Sechstel mal x hoch 3. Hier haben wir 4 mal 3 mal 2 mal 1. Also ich überlege immer schon, ob 4, 3, 2, 1, ob einer davon vielleicht auch ein Primfaktor von der 25 ist. Leider nicht. Ne? Das hat 5 mal 5. Sonst hätte ich gleich gekürzt. Gut, so haben wir 4 mal 3. Also im Grunde, an diese 6 wird noch eine 4 dran multipliziert, sind wir bei 24. Das heißt 25, 24stel x hoch 4. Und schlussendlich haben wir noch den hier hinten. Ja, ich gehe gleich wieder aus dem Bild. Ja, hat jemand vorhin geschrieben, ne, dass 190 gerade 7 mal 17 ist. Das heißt, 7 und 17 sind die Primfaktoren. Da aber 7 und 17 nicht auch hier Primfaktoren sind, wird sich das nicht kürzen lassen. Das heißt, die minus 119 bleibt da einfach ungekürzt stehen und unten im Nenner haben wir 5 Fakultät. Es ist das gleiche wie 4 Fakultät, nur noch eine 5 dran multipliziert. Also gucke ich einfach hier hin, mal 5, sind wir bei 120. Okay, x hoch 5. Das ist das Taylor-Polynom fünfter Ordnung. Mehr war in der Aufgabe nicht gesucht. Ja.
Das gab volle Punkte. Aber falls das Restlied gefragt werden würde, müsste ich die dritte Ableitung nutzen, fragst du? Nein, Vorsicht. Wenn das Restglied, also wenn wir jetzt fünfte Ordnung haben, ja, dann bedeutet das, dann bedeutet Restglied mit einer 5, das ist ein bisschen missverständlich, vielleicht, ja, ein bisschen missverständlich einfach, dass man hier, also hierfür braucht man fünf Ableitungen. Ja. Moment, Moment, wir schreiben es anders hin. Man braucht dafür erste bis fünfte Ableitung. Und für das Restglied immer eins mehr. Wenn hier steht der Rest von 5, also der Rest vom Taylor-Polynom fünfter Ordnung, da braucht man dann eine mehr, die sechste Ableitung. Ja? Das heißt, ihr würdet jetzt einfach lediglich noch eine Ableitung mehr machen. Für diese sechste Ableitung setzt ihr aber keine 0 ein, sondern den Zwischenwert Xi. Oder ich nenne es lieber T, weil ich es irgendwie besser schreiben kann. Ja? Und dann würde einfach dieses Restglied. Jetzt kann man es einfach mal machen. Ne? Ah, jetzt habt ihr mich soweit. Jetzt habt ihr mich soweit. Jetzt machen wir noch die sechste Ableitung. Aber schnell. Ja? Die sechste Ableitung ist. Machen wir hier oben weiter. Gehen wir mal Trennlinie hin. Die sechste Ableitung ist wieder e hoch x. Dann Vorzeichen ändern. Exponent um 1 erhöhen. X plus 1 ist auch egal. Ist ja kommutativ. Das ist eine 7. Und dann alter Exponent mal altem Zähler sind wir bei 720. Das bedeutet also, dass jetzt, wenn wir hier ein T einsetzen, dass das Restglied zum Taylor-Polynom fünfter Ordnung, zu dem, was wir brauchen, das ist gleich. Und jetzt festhalten, ja, da wo jetzt immer diese rote Zahl steht im Zähler, also der Funktionswert, da schreibt ihr jetzt das hier hin. Nur, dass jedes x ersetzt wird durch ein t, diesen sogenannten Zwischenwert. Das ist wichtig, ne? Der liegt nämlich zwischen x und x0. Und da wir jetzt nicht wissen, und deswegen ist es halt auch wichtig, für x jetzt ein Intervall zu bekommen, auf welchem Intervall suchen wir denn eigentlich den Fehler? Denn wir haben ja vorhin gesagt, in einer gewissen Umgebung von x0 gleich 0 sieht das Polynom schon so aus wie die Funktion. Wenn ich davon abweiche, ein bisschen weiter davon weggehe, dann explodiert das Ganze und die Funktion sieht krass anders aus. Das heißt, man gibt sich ein Intervall vor, tendenziell in der Umgebung von x0. Ja? Und je nachdem, man versucht ja den Fehler zu maximieren, Restglied-Abschätzung zu machen, was ist der Worst Case? Und dieser x-Wert, der das Ganze schlimmst möglich macht, ja? Zwischen diesem Wert und unserem x0-Wert, da liegt unser t. Und das müssen wir dann eben auch nochmal maximieren, was ist da wieder das Allerschlimmste? Also genau. Darauf wollte ich hinaus und ich wollte das gar nicht so im Detail jetzt machen, weil es ja gar nicht gefragt war. Aber wenn ihr schon diese Frage habt, natürlich gehe ich darauf ein. Ja? Aber versuchen wir mal, das jetzt nicht zu sehr ausarten zu lassen, wenn das okay ist für euch. Ja? Ich mache es auch mal ganz einfach noch eine 6 dran, also 720. Ah, es kürzt sich sogar weg, ist ja witzig. Nee, kürzt sich nicht, sorry, man muss das erstmal erweitern. Ah, Quatsch. Genau, aber also sind dann 6 Fakultät. Wisst ihr was? Genauso schreibe ich es auch auf. Ich mache jetzt 6 Fakultät, damit ihr es zuordnen könnt. Es ist nämlich genau wie hier. Es sieht genauso aus. Oben der Funktionswert, was jetzt aber durch den Zwischenwert bestimmt ist. Dann die Ableitungsordnung Fakultät mal x minus 0 hoch 6. Ja? Genau, das ist es eigentlich. Das ist das Restglied. Und wenn ihr jetzt eine Restgliedabschätzung machen wollt, muss ein x-Intervall vorgegeben sein. Ist es nicht, und ich habe jetzt auch keine Lust, das auszudenken, aber ihr würdet, weil ja der Fehler interessant ist und nicht die Abweichung nach oben oder unten, meist also den Betrag nehmen bei der Restgliedabschätzung. Ja? Also damit negative Sachen positiv gemacht werden. Und wenn jetzt ein x-Intervall vorgegeben ist, ja, dann nehmt einfach den x-Wert, der am weitesten von der 0 entfernt ist. Also so, dass diese Potenz maximal groß wird. Und der entsprechende x-Wert, den ihr dann gewählt habt, zwischen dem und der 0, müsst ihr halt das t wählen. Und zwar so, dass der verbleibende Term dann auch wieder maximal groß wird. Das war die Restgliedabschätzung. Mal kurz in Worten zusammengefasst. Genau, so ist es. Machst du irgendwann mal ein Video über mehrdimensionale Taylor-Reihen? Ja, mache ich auch. Witzigerweise müsst ihr dafür nur das wissen, was wir hier schon gemacht haben. Man kann die dann auch irgendwie so manchmal multiplikativ auseinandernehmen und mit dem der Cauchy-Summformel zusammenfassen, ist aber auch nur noch ein kleiner Schritt zusätzlich. Man macht also quasi einfach nur zwei Taylor-Reihen und eine Formel hinten dran. Stimmt, wenn er erst vom Graphen anfängt abzuweichen. Genau. Was berechnet er da? Das Taylor-Polynom ist eine Funktion, ist ein Polynom, das
ungefähr so aussieht wie die Originalfunktion. Nur, dass man mit diesem Polynom hier wesentlich besser arbeiten kann. In einer Umgebung von x0 gleich 0 sieht die Funktion genauso aus wie die. Gibt es meinen Funktionsplotter ein, würde ich meine Hand ins Feuer legen? Ja, würde ich tun. Ich gehe davon aus, wir haben uns nicht verrechnet. Aber wenn wir uns nicht verrechnet haben, dann wird die so aussehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Gebt mal einen Funktionsplotter ein, könnt mir ja sagen, wie es aussieht, ob es euch gefällt. Weißt du zufällig, von welchem Jahr die Klausur ist? Nein, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Es ist von der FH Dortmund, sind es Aufgaben, hat mir jemand zugeschickt. Genau, das reicht eigentlich aus. Und es geht um Analysis, also eigentlich für alle interessant. Das heißt, ich könnte von einem beliebigen Professor diese Aufgabe sein. Wir wollen ja auch gar nicht, dass es hier jemandem zugeordnet wird, sondern es geht uns rein um die Mathematik. Ja. Deswegen versuchen wir es so allgemein wie möglich zu formulieren. Die höhere Ableitung von der Funktion wäre interessant. Was meinst du? Ja genau, die höhere für das Restglied. Ne? Machst du auch bald wieder Klausuren für die RWTH vielleicht? In dem gar nicht gut für den. Okay. Dann machen wir weiter. Grüß dich, Arthur. Auch lange nicht mehr gesehen. Freut mich. Ja, ich habe auch schon gehört, ein paar Freunde haben auch mal gesagt, jetzt ja, wir schalten mal ein, gucken, was du da machst. Kann sich einer vorstellen hier, ne? Was machen wir ja eigentlich den ganzen Tag? Ja, ich rechne Klausuren mit den Leuten. Hä? Was denn für Klausuren? Will doch keiner sehen. Nein, Quatsch, hat keiner gesagt. Das war meine Interpretation. Nee, aber schön, wenn auch mal ein paar Leute reinschauen, die es eigentlich nicht jetzt gerne Matheprüfung schreiben, einfach mal so Hallo sagen. Freut mich sehr. Grüße an Ina. Ja, kannst du Unterschied zwischen Cauchy und Lagrange-Rest erklären? Nee, gerade nicht. Ich glaube, das eine war mit dem Integral, oder? Genau, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Restglied zu definieren, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Fakt, genau. Müsste ich mir nochmal angucken, würde ich mal irgendein Video zu machen. Genau, es gibt verschiedene Arten von Restgliedern. Wir nutzen das Lagrange, weil es einfach auch intuitiv ist. Es sieht genauso aus wie die anderen Summanden auch, nur eben mit dem Zwischenwert da drin halt. Ne? Da ist immer ein Zwischenwert dabei, also. Die Hand kann es feuern. Nice. Ich wünschte auch, wir könnten hier Bilder teilen, also dass ich euch das so ein bisschen, so einen Graphen aufploppen lassen könnte oder so. Irgendwann. Wenn ihr mal eine gute Idee habt, wie man das umsetzen kann, gerne. So, jetzt zweite Aufgabe. Jetzt war das Taylor-Polynom. Gehen wir zu einer Aufgabe, die so ähnlich ist. Ich, wie gesagt, sortiere mir das gerade zurecht, wie ich Bock drauf habe. Und da gibt es eine Funktion, die lautet ln von, jetzt haltet euch fest, 1 minus x halbe oder ich schreibe es als 1 halb x, weil ich es irgendwie gerade schöner finde. Und jetzt ist vorgegeben, und das ist das Interessante, was die n-te Ableitung ist. Die n-te Ableitung, also wenn man jetzt, n mal ableitet, also keine Ahnung, die 27. Ableitung von mir aus, setzt er jetzt für n einfach eine 27 ein von mir aus, ne? Dann haben wir n minus 1 Fakultät geteilt durch, oh, Minus habe ich vergessen, sorry. 2 minus x hoch n. Für allerdings n größer gleich 1, verständlich, weil für n gleich 0 kommen wir damit nicht auf den Logarithmus. Denke nicht. Nee, es gibt da, glaube ich, keine. Nee, genau. Also ab n gleich 1. So, und was wir gerade eben getan haben mit diesem Taylor-Polynom, war ja auch nichts anderes als eine Art Muster zu erkennen. Wisst ihr noch? Wir haben gesagt, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Hätten wir eigentlich kurz noch hinschreiben können aus Spaß, ne? Da wäre nämlich einfach nur minus 1 hoch, jetzt hoch n oder hoch n plus 1. Je nachdem müsst ihr gucken, gerade nicht im Kopf, aber das minus 1 hoch n oder n plus 1 würde dafür sorgen, dass immer plus, minus, plus, minus, plus, minus der Wechsel stattfindet. Der Exponent hatte sich auch immer um 1 erhöht, quasi die gleiche Struktur wie hier. Und oben im Zähler hätten wir auch immer eine Fakultät gehabt, weil da sind ja die alten Ableitungen, wurden multipliziert. Hier ist es ähnlich, weil einfach gesagt, die Ableitung vom ln ist ja 1 durch. Also auch sowas wie 1 durch, so ein linearer Term. Das heißt, dieses Ding hier sieht so ähnlich aus wie auch die explizite Bildungsvorschrift von dem, was wir gerade eben hätten noch aufschreiben können. Ja? Und ich habe das mir extra so sortiert, die Aufgabe, weil ich diesen Zusammenhang so witzig fand. Irgendwo wurde ein Taylor-Polynom gefragt und das hier, ja,
ist eigentlich das Einzige, was ihr braucht für die Taylor-Reihe. Denn in die Reihe, da müsst ihr einfach nur für die Ableitung dann diesen Term hier einsetzen. Also an der entsprechenden Entwicklungsstelle wie x0 gleich 0. Ja. Wir können aus Spaß am Ende, wenn ihr mich daran erinnert und ich es nicht vergesse, auch mal hier schnell die Taylor-Reihe, die zu dieser Funktion gehört, aufschreiben. Da setzen wir einfach nur das in die allgemeine Formel ein. Also die Formel, die wir eigentlich auch hier unten für die Summanden, dieses Muster, ja, was wir gerade hatten. Wir setzen das einfach da ein. Und bam, haben wir die Taylor-Reihe. Aber das ist gerade nicht die Aufgabe. Ja? Man macht nämlich meist sowas wie, wenn man die explizite Bildungsvorschrift rausgefunden hat, durch schlaues Hinschauen, ne? Wir haben ja keine Rechnung durchgeführt dafür, sondern wir haben gesehen, Vorzeichen ändern sich irgendwie. Gut, hier gerade nicht, wegen der inneren Ableitung immer. Ja? Aber bei dem anderen Beispiel, Vorzeichen ändert sich, Exponent erhöht sich immer weiter und hier oben steht irgendwie die Fakultät. Ja? Habe ich erkannt. Aber das zu sehen, ist noch kein mathematischer Beweis. Das heißt, eigentlich müsste man, wenn man die Taylor-Reihe aufstellt und die Bildungsvorschrift rausgefunden hat, erst mit vollständiger Induktion diese Formel beweisen. Und genau das ist die Aufgabe. Seht ihr schon, so schöner roter Faden, so mag ich das. Also wir werden das jetzt mit vollständiger Induktion beweisen. Genau. Da, genau, habt ihr schon gesagt, ne? Da muss man ableiten, Enteableitung abgeleitet sein oder so. Ja, genau, das machen wir. Wir leiten die Enteableitung gleich nochmal ab. Für den Nachfolger. Ne? Genau, danach noch die Taylor-Reihe. Bitte erinnert mich gleich, ne, wenn ich sage, habt ihr noch Fragen, sagt ihr, oh, Taylor-Reihe, nicht vergessen. Und wir werden jetzt einmal mit vollständiger Induktion beweisen. Also wir werden die Annahme beweisen, die Aussage, das ist die Aussage, also wir werden beweisen, dass das hier die Ente-Ableitung ist. Und das ist für alle natürlichen Zahlen größer gleich 1, dass hier die Ableitung ist von f. Genau, das werden wir beweisen mit vollständiger Induktion. Generell, wenn ihr Aussagen für alle natürlichen Zahlen beweisen wollt, ist so ein Wink mit dem Zaunpfahl, denkt mal vielleicht an Induktion. Muss nicht so sein, ne? Manchmal geht es auch über Widerspruchsbeweis oder diesen ganzen Krempel, aber tendenziell solltet ihr vollständige Induktion auf dem Schirm haben, wenn ihr eine Aussage für alle natürlichen Zahlen beweisen sollt. Und Schritt 1, Induktionsanfang, dann nehmen wir die kleinste natürliche Zahl. Jetzt könnte man sich drum streiten, ist es die 1, die 0? Aber die Aussage soll doch nur gelten für alle n größer gleich 1. Also wird auch n gleich 1 die kleinste Zahl sein, die wir einsetzen. So, und wenn wir jetzt eine 1 einsetzen, dann haben wir hier, seht ihr das? Eine arabische Zahl in Klammern. Das, worüber wir vorhin geredet haben. Arabische Zahlen in Klammern im Exponenten bedeuten einfach nur Ableitung. Ich könnte jetzt auch f' schreiben, ne? Moment mal, ich setze erstmal hier die 1 ein. 1 minus 1 ist 0. 0 Fakultät, aufgepasst, ist 1 per Definition. Ne? Und hier unten 2 minus x hoch 1. Genau. Und interessanterweise ist genau das die erste Ableitung von dem dort oben. Das sieht man vielleicht nicht so gut, aber Moment, ich mache mal hier jetzt hier mit Komma. Ja. Wenn wir die erste Ableitung bilden, ja, hoch minus hoch 1, dann müssen wir den Logarithmus ableiten. Logarithmus abgeleitet ist immer 1 durch, was auch immer in der Klammer steht. Ja? Da kann der unangenehmste Term der Welt stehen, irgendeine absurde Funktion mit Verkettungen, egal. 1 durch, was auch immer das ist. Aber Kettenregel sagt, also zum einen sagt sie, bitte lass die Funktion unverändert. Zum anderen sagt sie, wenn hier mehr steht als x, und das tut es ganz offensichtlich, dann leiten wir das hier nochmal ab. 1 abgeleitet fällt weg, minus 1/2 x abgeleitet ist minus 1/2. So, und jetzt seht ihr vielleicht schon, wie man von hier nach da kommt. Finde ich übrigens einen ziemlich coolen, naja, Trick auch nicht, aber vielleicht um euer Auge zu schärfen. So, dass ihr die 1 hier hinzieht und die 2 in den Nenner zieht. Na, Klammer nicht vergessen hier, die 2 bezieht sich auf beide. Dann haben wir nämlich, na, Minus habe ich mal vorgezogen, 2 mal 1 ist 2 und 2 mal 1/2 wird zu einer 1. Seht ihr das? Da kommt genau das hier bei raus. Also check, Induktionsanfang ist geglückt. Genau, wir haben gezeigt, dass die Aussage für die kleinste natürliche Zahl, für die die gelten soll, erfüllt ist. Nächster Schritt ist die Induktionsvoraussetzung. Die Induktionsvoraussetzung, hier ist absolut wichtig, dass ihr Folgendes macht, dass ihr euch ein beliebiges, aber festes n, das ist kein Widerspruch, ein beliebiges, aber festes n herausnehmt von all denen, die das hier oben erfüllen. Also, indem ihr schreibt, noch nicht in Rot, ihr schreibt, sei n größer gleich 1, also sei heißt, ich nehme ein beliebiges, aber festes heraus und dann, dass ich die hier nehme, steht hier, also ich schreibe quasi hier immer das hier nochmal ab, wenn hier oben steht, n Element n, schreibe ich auch hier n Element n hin, ja? Das ist wichtig. Und jetzt
ein beliebiges n, größer gleich beliebiges, aber festes n, für das das hier gilt. Also ihr schreibt das jetzt ab, ja, weil ihr zu 100% voraussetzt, dass das für ein n funktioniert. Dass es überhaupt ein n gibt, das diese Aussage erfüllt. Das haben wir gerade im Induktionsanfang gezeigt. Also die reine Existenz eines n's, die wurde durch den Induktionsanfang gesichert. Und deswegen ist der so wichtig. Man fragt sich, warum soll ich das einsetzen? Macht doch keinen Sinn so. Ne? Eigentlich kann ich doch gleich auf den Nachfolger. Nein. Wenn ihr nämlich zeigen könnt, dass wenn es für ein n klappt, auch für den Nachfolger klappt, aber es gibt gar kein n, ja, dann ist die Implikation wahr, weil die Prämisse falsch war. Also ihr habt dann einfach nichts gezeigt. Ja? Deswegen ist es einfach wichtig, dass ihr erstmal ein Element nehmt, denn damit die reine Existenz dieser natürlichen Zahl, die das erfüllt, dass die schon mal dargelegt ist. Ne? Und jetzt können wir uns vielleicht gibt es ja auch mehrere Ns, die das erfüllen. Wir nehmen uns auf jeden Fall von all denen, die es erfüllen, ein beliebiges, aber festes. Ne? Das behalten wir dann fest. Nehmen wir uns heraus. Und das ist die Bedeutung von der Induktionsvoraussetzung. Auch wenn es nur simples, blödes Abschreiben ist, ist das die logische Kette, die ihr im Kopf haben müsst. Und das ist die Bedeutung der vollständigen Induktion. Das, was wir am Ende zeigen müssen, laut 5. Peano-Axiom, ist jetzt, dass das dann, wenn es für n gilt, auch für den Nachfolger gilt. Und deswegen setzt man jetzt für jedes n ein n plus 1 ein. Also wir sollen zeigen, dass die n plus erste Ableitung genau die gleiche Form hat, nur eben das n jetzt durch ein n plus 1 ersetzt wird. Also n plus 1 minus 1 ist nur n. Und hier unten haben wir hoch n plus 1. Genau, das ist es. Und um jetzt den Beweis abzuschließen, dafür ist der Induktionsschritt, Induktionsschluss, wie auch immer man das nennen möchte, ist der gut. Da werdet ihr jetzt immer, und zwar unabhängig, ob ihr Teilbarkeit, Summen, Produkt, Ungleichungsinduktion macht, immer mit dem starten, was zu zeigen ist. Und dann werdet ihr unter Verwendung der Voraussetzung hier eine wahre Aussage rausbekommen. Das ist das Ziel. Also ihr startet hiermit, ja, mit dieser n plus ersten Ableitung. Und ihr werdet jetzt irgendwie versuchen, das so umzuformen, dass nur die n-te Ableitung zum Vorschein kommt, damit ihr diese Formel hier benutzen könnt. Denn ohne die Formel lässt sich der Beweis nicht abschließen. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt auch mal schreiben, was eure Idee ist, wie man jetzt das hier so umformt, dass das zum Vorschein kommt. Ich lese mal kurz, was ihr geschrieben habt. Ja. Man kann dieses Sei mit dem gespiegelten E schreiben, oder? Nein, muss ich so sagen, hatte ich auch zwar in meinen ersten Induktionsvideos so drin noch. Es reicht nicht die Existenz. Ich habe extra mal mit einer Logikerin geredet. Die Idee ist zwar, dass man sich ein beliebiges, aber festes nimmt, aber durch den Existenzquantor wird das nicht ganz klar. Das heißt, meine Argumentation war zwar immer so, wir nehmen uns da ein beliebiges, festes, aber wenn man den Existenzquantor schreibt, heißt es nur, es gibt eben eins, aber nicht, wir nehmen uns jetzt eins, mit dem wir arbeiten. Ich weiß, es ist eine Spitzfindigkeit, ja. Mathematiker sagen dann meist, ja, ist halt nicht ganz richtig, aber so. So wie Physiker manchmal auch sagen, DGL hat schon eine Lösung, so, ja. Ist schon die einzige Lösung. Genauso ist es mit Logikern und Mathematikern, sagen, nee, ist ein, ja. Also schreibt mal lieber sei. Das ist korrekter, da wird dann ein, ist es korrekt. So. Genau, deswegen ein sei. Wäre an der Stelle passender. Ja, fn nochmal ableiten, ganz genau. Das ist es. Ja, schreibt schon die, genau so ist es. Jetzt muss ich manche Sachen muss ich auch freigeben. Moment, genau, nicht addieren. Multiplizieren, ja, genau, also einfach nur das mit dem Ableiten, also ich glaube, es also einige sehr gute Ideen, wahrscheinlich klappt es auch mit der Syntax, muss ich mal genau gucken, bei einigen Vorschlägen. Ja, aber im Endeffekt ist es genau das, wir die n plus erste Ableitung bekommen wir, indem wir die n-te Ableitung noch einmal ableiten. So, und die n-te Ableitung, das ist der hier, ist laut Voraussetzung, das können wir zu 100% annehmen. Das ist die Grundvoraussetzung für unsere Überlegung hier.
Das dürfen, das müssen wir sogar benutzen, weil sich sonst der Beweis nicht abschließen lässt. Diesen Term müssen wir jetzt noch einmal ableiten. Und wisst ihr noch, wie wir das bei der Aufgabe davor gemacht haben? Anstatt das x steht ja alleine unten im... Nicht alleine. Es gibt nur x im Nenner. So. Das heißt, wir machen keine Quotientenregel, obwohl das in Ordnung wäre. Ja? Aber ein bisschen übertrieben, finde ich. Besser wäre, wieder mit dem Trick zu arbeiten, den ich euch vorhin gesagt habe. Schritt 1, Vorzeichen ändert sich. Wird ein Plus draus. Schritt 2, Exponent erhöht sich um 1. Schritt 3, alter Exponent mal altem Zähler. N mal n minus 1 Fakultät, das ist, ja, da kommt einfach noch ein n als Faktor dran, also n Fakultät. Weil n Fakultät ist ja nur n mal n minus 1 Fakultät, also n minus 1 mal n minus 2 mal n minus 3 und so weiter. Und nicht vergessen, innere Ableitung. Das war zwar die Ableitung vom Bruch, aber wenn hier unten mehr steht als x, und das tut es ganz offensichtlich, dann müssen wir das auch nochmal ableiten. Und 2 fällt weg beim Ableiten, minus x abgeleitet ist minus 1, also zack, damit haben wir genau den Term stehen, der dort oben ist. Also, die Induktion ist geglückt. In vielen Unis müsst ihr jetzt noch einen Antwortsatz schreiben, ich verzichte drauf, weil ich wenig Lust drauf habe. Ich habe das ja durch meine Argumentation erklärt, spult zurück und schreibt es euch nochmal auf. Ja. Außer macht das jeder anders und manchen Unis ist es so, du schreibst ein Wort falsch oder falsch, du schreibst es richtig auf, schreibst du ein Wort anders, Punkt Abzug oder sowas, haben mir Leute schon berichtet. Habe ich keine Lust drauf, wir machen hier Mathematik und nicht und so ein Blödsinn ja, mit wie man das, welchen Satz, wie man einen deutschen Satz aufschreibt oder so. Ja. Ist für mich nicht mehr Mathe dann. Also die Argumentation ist klar, ja. Laut 5. Peano-Axiom folgt jetzt, dass unsere... folgt, das ist eine wahre Aussage, also es gilt für alle natürlichen Zahlen. Und damit ist das wirklich die explizite Bildungsvorschrift für beliebige Ableitungen. Wenn ich die 27. Ableitung will, setze ich für n eine 27 ein. Das ist das Geniale. Und es ist die Grundvoraussetzung für die Taylor-Reihe. Gut, habe ich mich selber daran erinnert, dann zeige ich euch die gleich noch. Außer ihr habt hier noch eine Frage dazu. Genau, jetzt habe ich nur mit der Multiplikation gesehen. Das ist halt die Frage, Multiplikation... Naja, vielleicht meint ihr es auch nicht als ein Mal. Warum ist n minus 1? Sehr gute Frage. Gute Frage, das beantworten wir noch schnell. N Fakultät ist gleich n mal n minus 1 mal n minus 2 mal, mal 1. Und alles, was hier hinterkommt, ist n minus 1 Fakultät. Das ist eine super wichtige Formel, die ihr euch auf jeden Fall einprägen müsst, denn wenn ihr mal Quotientenkriterium machen sollt, bei zum Beispiel Potenzreihen, um den Konvergenzradius zu bestimmen, kommt übrigens auch gleich, dann werdet ihr nicht drum herum kommen, dieses Rechengesetz zu nutzen. Genau, weil sich dann manchmal noch die Fakultäten einfach wegkürzen aufgrund dieses Auseinanderziehens. Ne? Sowas wie, genau, es ist also dann sowas wie n-Fakultät durch n-1-Fakultät, da bleibt nur noch n über. Solche Sachen meine ich. Ne? Das kommt ziemlich oft bei Quotientenkriterium vor, wenn man Reihen auf Konvergenz prüft oder Potenzreihen in Konvergenzradius bestimmen will. Ja, Fun Fact, man kann es auch mit dem Quotientenkriterium machen. Nicht irgendwelche absurden Formeln, die ihr euch auswendig einprägt, die auch nur klappen für, wenn es in einem Spezialfall gegeben ist, einfach Quotientenkriterium drauf umstellen. Ja. Genau. Das ist es. Und das ist wichtig zu verstehen. Auch danke für die Frage. Bitte gerade erst... genau, die Aufgabe ist, das hier, diese explizite Bildungsvorschrift mit vollständiger Induktion zu beweisen. Genau, haben wir gemacht. Konntest du kurz erklären, wie Kürzen mit Fakultäten funktioniert? Ja, das habe ich hier hingeschrieben, aber ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, weil es gleich nochmal kommt. Ja? Also schieben wir es nur kurz auf. Woher kommt das Minus vor dem letzten Bruch, also das Endergebnis? Hier. Das kommt von der inneren Ableitung, weil ohne das Minus, das hier ist die Ableitung des Bruches. Also inklusive dem Minus. Also die Ableitung von all dem hier, die äußere Ableitung ist das. Aber da hier drinnen mehr steht als x, muss man davon laut Kettenregel auch die Ableitung bilden. Und die Ableitung davon ist eben eine minus 1. Die könnte ich mal minus 1 hinten dranhängen, aber ich bin so ein Fan davon, dass ich Konstanten wie mal minus 1 einfach vorne sammle. Genau, daher kommt das Minus. Genau, dankeschön. Nochmal fürs Zusammenfassen. Die Formel für Konvergenzradius klappt eh nur bei, wenn kein x systematisch raus... Ja, genau, und solche Sachen auch noch. Also, wir werden gleich nochmal uns das genauer anschauen. Aber ganz kurz, die Taylor-Reihe wurde gefragt, dass euch das eventuell interessiert. Ja, die
Taylor-Reihe. Ich, wisst ihr, ich habe es mir auch selber ausgedacht, ich gebe es zu. Es ist vielleicht nicht das coolste Symbol, aber ich fand es eigentlich ganz nett. So habe ich mir jetzt ausgedacht. So. Weil, wenn hier unten eine natürliche Zahl steht, ist einfach das Taylor-Polynom von der entsprechenden Ordnung. Und ein Taylor-Polynom unendlichste Ordnung, also Taylor-Reihe, ja, ist dann die Funktion selbst, je nach in dem Bereich, wo es konvergiert, also in einem gewissen Bereich, genau, in einem gewissen Bereich um die Entwicklungsstelle und wie weit man da geht, das ist der sogenannte Konvergenzradius. Ja? Darüber reden wir gleich in der nächsten Aufgabe. Jetzt erstmal nur kurz, wie würde man die Taylor-Reihe aufstellen? Naja, wir nehmen die Summenformel, also im Endeffekt, wir nehmen genau das gleiche Muster, was wir eben beim Taylor-Polynom auch hatten. Und was haben wir da gesagt? Könnt ihr euch noch erinnern? Da haben wir gesagt, wir nehmen die, das habe ich in Rot gemacht, ne? Wir nehmen die entsprechende Ableitung, von mir ist die n-te Ableitung, an der Stelle x0. Das heißt, wir müssen in alle diese Ableitungen, auch in die Originalfunktion, also angefangen bei n gleich 0, ne? 0-te Ableitung ist die Originalfunktion, müssen wir den Entwicklungspunkt einsetzen, weil jetzt keiner vorgegeben, ne? Ich meine nur mal rein theoretisch, vorhin war es die 0, hier könnte man auch die 0 nehmen, würde ich ganz witzig finden sogar, ne? Vielleicht machen wir es kurz aus Spaß, wenn es nicht zu lange dauert. Dann haben wir gesagt, geteilt durch die Ableitungsordnung Fakultät. Und dann haben wir gesagt, mal x minus Entwicklungsstelle hoch und dann kommt wieder das gleiche Ding, die Ableitungsordnung. Seht ihr, das ist genau das Muster, was wir in der Aufgabe davor besprochen haben. Nur, dass ich anstatt dem Summenzeichen immer geschrieben habe, plus, 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 dann habe ich eine 0 eingesetzt, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4. Das ist die Kurzschreibweise davon. Ich setze eine 0 ein, plus. Ich setze eine 1 ein, plus. Ich setze eine 2 ein, plus. Eine 3 ein und so weiter. Da ich jetzt unendlich viele Summanden habe, habe ich mich kurzerhand entschieden, es nicht jeden Summanden einzeln aufzuschreiben. Und was ihr jetzt für die Taylor-Reihe braucht, ist einfach nur diese explizite Bildungsvorschrift. Und die war bereits gegeben. Das heißt gegeben, wir haben sie bewiesen, fairerweise. Ich würde auch sogar behaupten, wir wären da selber drauf gekommen. Ja? Kann man sogar machen, könnte auch bei der Aufgabe davor das mal machen. Selber drauf kommen, es sieht fast genauso aus. Und dann einfach hier einsetzen, nachdem ihr sie mit vollständiger Induktion bewiesen habt. Also, das bedeutet, Moment mal, wie schreibe ich das jetzt auf? Ich habe nicht mehr so viel Platz, ich mach mal unten drunter. Ich glaube, das sollte noch klappen. Wir setzen das jetzt hier ein. Ich nehme persönlich gerne immer ein K anstatt mit einem N. Ich finde das mit N immer so ein bisschen, ja, aber das ist auch Geschmackssache. Jetzt war es so vorgegeben, jetzt machen wir es einfach so. Wir haben oben im, so, ich mache es wieder farblich. Oben im Zähler haben wir minus n minus 1 Fakultät durch 2 minus, und jetzt wichtig, x0, ja, weil ihr müsst euch einen Wert vorgeben. Ich bin immer noch dafür, lasst uns einfach die 0 nehmen vielleicht. Ja. Also, ja, das ist übrigens auch entscheidend. Also, der Entwicklungspunkt beeinflusst den Konvergenzradius. Das ist interessant. Also, das habe ich in einem anderen Video mal gezeigt. Ging es auch um die Funktion 1 durch x. Im Endeffekt ist es genau das gleiche hier. Schaut es euch halt unbedingt nochmal an, wenn ihr das wirklich wiederholen wollt. Achso, mach ich jetzt so. Und dann x minus x0 hoch n. So, und dann war eben noch die Frage, wie machen wir das jetzt mit den Fakultäten kürzen? Naja, es ist genau das, was hier steht. Also, dieser Term hier, also es ist ja ein Doppelbruch. Ich habe auch extra diesen Bruch hier länger gemalt. Ihr könntet das erweitern zu n Fakultät Eintel, ne? Und da gab es diese alte Regel, das, was außen steht, das kommt nach oben in den Zähler, das, was innen steht, nach unten in den Nenner. Also im Endeffekt, das hier wird einfach nur noch mit nach unten in den Nenner kommen. Und jetzt können wir direkt kürzen, n minus 1 Fakultät. Ach, guckt mal hier, seht ihr das? N minus 1 Fakultät durch n Fakultät. Also wenn man das umdreht, wenn man den Kehrwert bildet, haben wir auch hier den Kehrwert, also nur noch n. Das bedeutet also nach der gleichen Erklärung, ja, das war eigentlich die Erklärung, warum das mit dem Kürzen so funktioniert. Weil die n minus 1 Fakultät bereits in der n Fakultät drin steckte. Das heißt also, dass wenn man die jetzt kürzt hier, ne, dann kürzt sich hier lediglich die Fakultät weg und ein einzelnes n bleibt im Nenner über. Ja, machen wir es kurz, ich will es jetzt echt nicht zu sehr breit treten. Das heißt, das, was man aufsummiert, ist dann minus 1 durch n mal 2 minus x0 hoch n mal x minus x0 hoch n. Genau. Also davon noch, natürlich noch die Summe. Ja? Das Minus könnte man rausziehen. Genau. Und, ah ja, ganz wichtig, eine Sache ist ziemlich blöd von mir gewesen. Vielleicht habt ihr es schon geschrieben.
Nee, hat noch keiner geschrieben. Doch, hat er geschrieben. Ah, n größer 0. Ja, genau. War natürlich blöd, weil ich habe jetzt hier geschrieben 0. Dabei fängt das Ganze erst bei der 1 an. Also wir müssen tatsächlich, weil ich kann ja nicht durch 0 teilen. Das ist mir leider erst jetzt aufgefallen. Ist aber auch in Ordnung. Ja, besser spät als nie. Wenn wir mit n gleich 0 anfangen, hätten wir hier ein Problem. Okay, so würde das halt aussehen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel x0 gleich, nehmt euch mal x0 gleich 0 vor, ne? Keine Ahnung. Ich spinne jetzt mal rum. Ich will auch ehrlich gesagt die Aufgabe abschließen, weil genau um das, was es jetzt geht, um so eine Potenzreihe, geht es schon in der nächsten Aufgabe. Also, wenn das eine 0 ist, dann haben wir noch x hoch n durch 2 hoch n. Machen wir es kurz. Das ist dann 1 halb x hoch n. Oder x halbe hoch n. Ja? Okay, nicht sehr glücklich geschrieben, ich weiß. Vielleicht. Ach, naja, lassen wir es einfach in der Form. Ja, machen wir es einfach so. Zack, okay. Damit haben wir unsere Taylor-Reihe. Ich dachte, die obere Formel für n Ente, aber ja, geht nur, genau, war mein Fehler. Dankeschön. Einfach den unteren Bruchkehrwert nehmen. Ist doch voll easy. Einfach Sinus. So. Das wäre sozusagen die Taylor-Reihe im Entwicklungspunkt x0 gleich 0. Jetzt könnte man hier raus den sogenannten Konvergenzradius bestimmen oder den Konvergenzintervall, wie nennen die das hier? Ja, ist, genau, Konvergenzintervall. Ne? Und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, genau, eine Taylor-Reihe ist immer eine Potenzreihe. Und eine Potenzreihe ist eindeutig. Eindeutigkeitssatz von der Potenzreihe. Das heißt, es kann nicht zwei verschiedene Potenzreihen zu einer Funktion geben, was bedeutet, dass die Taylor-Reihe auch immer die einzige Potenzreihe ist, die es gibt. Wenn also mal die Aufgabe lautet, bestimme eine Potenzreihe, dann macht einfach die Taylor-Reihe, wenn die existiert, ne? Wenn ihr die explizite Bildungsvorschrift rausbekommt. Genau. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Und ja, in der nächsten Aufgabe geht es genau um eine Reihe, die sieht ein bisschen komplizierter aus als die. Das wird euch ja wahrscheinlich freuen. Ja? Und von dieser komplizierteren werden wir gleich den Konvergenzradius bestimmen. Aber sowas habe ich, wie gesagt, schon mal in einem anderen Video gemacht. Also guckt euch das hier ruhig in dem anderen Video an, damit wir jetzt nicht hier Dinge doppelt machen. Ja? Wichtig, D steht für Distance. Ja, könntest du bitte alle die Formeln in Form von Graphen darstellen? Das hilft. Alles in Form von Graphen? Wie meinst du das? Ich soll jetzt hier so ein Baumdiagramm aufmalen, wie mach Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? Könnten wir machen. Ist jetzt aber nicht das Ziel von diesem Livestream. Das würde ich entweder mal in einem Video machen oder in einem extra Livestream dazu. Jetzt möchte ich halt mich um diese Aufgaben hier kümmern. Ja, ich versuche, ich werde sie bestmöglich euch erklären, ja, dass ihr sie versteht. Es hilft aber, wenn ihr euch selber mal so eine Art Übersicht macht, so eine Art Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, ja, um so eine Art Leitfaden zu haben. Ich kann das auch gerne dann irgendwann nochmal optimieren und euch ein Video dazu machen. Ja. Das machen wir aber nicht jetzt. Ja, wir haben das jetzt schon an zwei Aufgaben gemacht. Videos dazu gibt es auch. Ja. Deswegen denke ich, da werdet ihr fündig. Ja, dann machen wir weiter mit Analysis. Genau darum geht es heute. Zum Beispiel Aufgabe 3, Konvergenzradius. Genau. Bestimmen Sie Konvergenzradius und das zugehörige Konvergenzintervall von, und jetzt kommt's, also die sieht so ähnlich aus wie die eben. Wir hätten eigentlich genau die Rechnung auch mit der von eben machen können, aber die hier ist ein bisschen komplizierter und ich denke, dass es genau in eurem Interesse ist. Ja, nicht zu einfach. Das ist nicht zu einfach zu gestalten, sondern wenn schon die Herausforderung zu suchen. Und dann nehmen wir natürlich auch die Aufgabe, die genau dafür da ist. Und seht ihr, das sieht so ähnlich aus wie eben, nur dass die Folge, die an x hoch n multipliziert wird, ein klein bisschen anders aussieht. Ja, und diese Potenzreihe ist eindeutig. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch die Taylor-Reihe zu einer bestimmten Funktion. Gute Frage, kriegt man jetzt auch die Funktion raus, wozu es die Taylor-Reihe ist? Weiß ich gerade spontan nicht, ist aber zum Glück auch nicht gefragt.
Kann auch sein, dass man es nicht einfach rausbekommt. Ich weiß es gerade nicht. Also bei geometrischen Reihen und irgendwas mit einer Exponentialfunktion ist es eigentlich immer ganz gut möglich. Doch, eigentlich müsste ich überlegen. Eigentlich müsste es schon möglich sein. Ne? Wir könnten irgendwas kürzen. Ach, ist egal. Ist egal. Lass mal so. Lass mal so im Raum stehen. Ist auch nämlich auch nicht die Aufgabe. So, dann lasst uns doch mal den Konvergenzradius bestimmen. Also, wie weit darf man von dem Entwicklungspunkt x0? x0 ist übrigens das, was dann hier, also normalerweise steht doch der Faktor x minus x0 hoch n da, ne? Und wenn dort aber nichts steht, dann weiß ich, dass x0 gleich 0 ist. Okay? Das verrät mir hier an dieser Stelle schon so ein kleines bisschen was. Und jetzt wollen wir wissen, wie weit wir von diesem x0 abweichen dürfen, nach oben oder nach unten. Das ist dann übrigens ein symmetrisches Intervall, ja, mit runden Klammern, auch wichtig. Eventuell gehören die Randpunkte dazu, das muss man nochmal gesondert überprüfen. Aber das ist das sogenannte Konvergenzintervall, wobei in der Mitte der Entwicklungspunkt x0 liegt, den man hier ablesen kann. Und die halbe Länge des die halbe Länge des Konvergenzintervalls ist der Konvergenzradius. Also wie weit kann man von der Mitte bis zum Rand abweichen? Und genau dieses R suchen wir jetzt. Dafür gibt es auch eine Formel. Ja, wir könnten jetzt mit der Formel verarbeiten. Oder bevor ihr euch noch mehr Formeln einprägt, lasst uns doch einfach mit dem Quotientenkriterium arbeiten. Was ihr auch schon benutzt habt, als es noch nicht um Potenz reinging. Also als es dieses x hoch n noch gar nicht gab. Ja, das heißt, prüfe das auf Konvergenz. Gut, ein Spezialfall. Wahrscheinlich würden wir hier an dieser Stelle das mit Majorante, Minorante machen. Aber mit Majorante. Genau, es wird konvergieren. Aber jetzt kommt das x hoch n drinne vor. Und aufgrund dieser Potenz eignet sich wieder das Quotientenkriterium. Werdet ihr gleich sehen. Generell bei Fakultäten, die kürzen sich dann gleich wunderschön weg. Ja, und auch mit dieser Potenz haben wir ein klein bisschen Freude. Genau, sehr gut. Richard hat es auch schon aufgeschrieben. Kann man sonst auch als Dingsbums stehen lassen, Summformel. Ja, man kann nämlich jetzt dann mit Majorante, Minorante dann eine Abschätzung treffen. Also du redest vom Fall x gleich 1. Ne? Darüber reden wir übrigens auch gleich noch. Doch, das sind ja dann diese Randpunkte. Okay, nicht zu viel verraten. Vielleicht wer schon ein bisschen vorgerechnet hat oder einen scharfen Blick hat, der weiß schon, wo die Reise hingeht. Aber meine Empfehlung ist Quotientenkriterium. Und Quotientenkriterium funktioniert so, dass man von der gesamten Zahlenfolge, die hier steht, ich nenne es an, das ist jetzt auch interessant, ne? In den meisten Fällen nennt man nur das, was vor x hoch n steht, a hoch n. Ja? Gut aufpassen, was jetzt gemeint ist. Wenn ihr nur den hier vorne betrachtet, könnt ihr damit Konvergenzradius ausrechnen, laut Formel. Geht aber nur, wenn hinten x hoch n, oder x minus x0 hoch n steht. Ja? Haben wir. Ich rede jetzt aber von dem allgemeinen Fall, dass auch sowas steht wie x hoch 2n, wo man sich denkt, hä, x, okay, es geht auch. Aber wenn nur noch irgendwelche anderen Sachen noch dazustehen eben, ne? Manchmal ist es ja auch irgendwie seltsam verkettet und genau, ich möchte lieber, also es ist auf eine besondere Art geschrieben, dass man eben nicht mit der Folge vorne arbeiten kann, sagen wir es so. Auch dann klappt das Quotientenkriterium, deswegen empfehle ich das im Allgemeinen. Und das Quotientenkriterium geht so, ihr fangt an mit Nachfolger durch Vorgänger. Also ihr nehmt den Nachfolger davon, schreibt es oben hin und diese gesamte Folge 1 zu 1 wird unten im Nenner übernommen. Also ich schreibe immer gerne erst den Nenner hin, habe ich schon mal was stehen, freue ich mich eigentlich, dass der nächste Schritt schon wieder zur Hälfte erledigt ist. Oben im Zähler, das ist ganz wichtig, steht immer der Nachfolger, n plus 1. Jedes n wird ersetzt durch ein n plus 1, also n plus 1 Fakultät, durch hier unten aufgepasst, n plus 1 plus 3 ist n plus 4 Fakultät. Und hier steht x hoch n plus 1. Genau, jetzt hätte ich vielleicht auch auf Richards Idee hören sollen und erstmal kürzen sollen, bevor ich diesen Spaß hier mache. Hups, habe ich ein bisschen vergessen. Naja, da müssen wir wohl noch ein bisschen Fakultäten kürzen üben. Aber das ist kein Problem. Darüber haben wir ja gerade geredet und das wolltet ihr ja gerne nochmal, dass wir darüber reden. Ne? Das müssen wir machen. Kann man gleich ein Sechstel schreiben als Bruchvoll. Nicht ein Sechstel, weil da kommen noch die Ns vor. Ne? Eckige Klammern, wenn der Bereich abgeschlossen ist. Genau, runde. Wenn nicht, korrigiere mich, falls
Ich falsch liege? Nein, du liegst komplett richtig, Jens. Ja? Runde Klammern, falls der Bereich offen ist, ja? Und eckige für abgeschlossen. Und ob jetzt, und das sind auf jeden Fall runde Klammern, ja? Gehört nicht dazu, es sei denn, man kann noch speziell für dieses eine Beispiel, bei dieser einen Aufgabe zeigen, dass der Randpunkt doch dazugehört. Also man muss ihn speziell bei der Aufgabe nochmal untersuchen, um eventuell eckige Klammern zu setzen. Aber von Natur aus sind es runde Klammern hier an dieser Stelle. Ist ein offenes Intervall, genau. Wollte mich fix. Das freut mich. Dann machen wir weiter. Müsste es nicht umgekehrt sein, das Quotientenkriterium? Nein, Quotienten ist. Guck gerne nochmal nach. Ja, aber es ist immer an plus 1 durch an. Was du meinst, ist, wie man den Konvergenzradius bestimmt. Das ist nämlich das Interessante. Speziell hier hätte man auch nur diese Folge nehmen können. Ja? Nenne ich es mal bn. Und dann hätte man, wäre es nämlich genau umgedreht gewesen. Jetzt denkt man sich, hä, warum ist bei Quotienten so, bei dem anderen so? Ja, werdet ihr gleich sehen. Also kommt das gleiche Ergebnis dann raus. Ich gehe vom Quotientenkriterium aus, um extra nicht diese Sonderregel, speziell bei Konvergenzradius, speziell wenn hier ein x hoch n steht, wenn es genauso aussieht, speziell dafür diese Formel, nicht warum? Nehme ich doch lieber was, was immer funktioniert. Ja, was ich schon kenne von einem anderen Thema, als dass ich mir für dieses eine Thema, für einen Spezialfall, dann noch eine neue Formel merke, ja, die zugegeben fast genauso aussieht. Ja, aber so kommen die Verwirrungen zustande in der Prüfung. Ja. Deswegen bleibe ich bei Quotientkriterium. Betrag deswegen, weil wir wollen ja nicht, dass bis, also soll ja dann. Wenn es nach Minus unendlich abweicht, haben wir auch nichts gewonnen. Also es geht um die generelle Abweichung. Plus, Minus unendlich, beides nicht gut. Na, darum nehmen wir den Betrag. Genau, ist auch kein Problem. Wir machen was. Wir kommen noch dazu. Also das ist halt, das Quotientenkriterium ist ein besonderes Kriterium, um die Konvergenz von Reihen zu untersuchen. Konvergenz heißt, kommt hier ein endlicher Wert als Ergebnis raus? Ja oder nein? Ja, bei unendlich vielen Summanden kommt da ein endliches Ergebnis raus? Genau eins? Ja oder nein? Wenn ja, dann konvergiert's. Und was wir hier aber tun ist, wir gucken, ob es betragsmäßig konvergiert, also ob es absolut konvergiert. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Es gibt nämlich Reihen, die konvergieren, die haben einen endlichen Wert, die konvergieren aber nicht absolut. Das bedeutet, wenn man jetzt hier einen Betrag nimmt, dann auf einmal divergiert die Reihe. Klassisches Beispiel ist die hier. Durch n. Mit n gleich 1 bis unendlich. Und ich weiß gerade nicht, ist es minus oder plus ln2? Ich glaube minus ln2, ja. Guckt nochmal genau hin. Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall, das ist die Reihe, die konvergiert, aber sie konvergiert nicht absolut. Wenn man den Betrag nimmt und dieses Negative wegfällt, dann divergiert die Reihe. Und Riemann hat bewiesen, mit seinem Umordnungssatz, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, Riemannscher Umordnungssatz. Das habe ich sogar dieses Beispiel genommen. Ich weiß nicht, Plus oder Minus, ne? Ist egal. Dass Reihen, die konvergieren, aber nicht absolut konvergieren, dass man da die Reihenfolge der Summanden so vertauschen kann, dass als Ergebnis alles rauskommt, was auch immer wir wollen. Es kann sogar so umsortiert werden, dass die Reihe divergiert, also gegen Plus oder Minus unendlich geht. Genau. Ich habe das mal aus Spaß da gemacht. Ich habe die Summanden so umsortiert, dass auf einmal nur die Hälfte vom Ergebnis rauskam. Und einmal habe ich es so umsortiert, habe ich mal ein Programm geschrieben, dass Pi rauskam. Ja, ich wollte einfach wissen, wie muss die Sortierung sein, um Pi zu erhalten. Also deswegen ist ganz wichtig, dass wir absolute Konvergenz überprüfen und das Quotientenkriterium tut das. Wenn wir jetzt Konvergenz rausbekommen, dann kriegen wir absolute Konvergenz raus. Das heißt, auch die Umsortierung der Summanden ändert nichts am Grenzwert und am Konvergenzverhalten. Das ist nämlich entscheidend. Und das tun wir gerade, weil gerade nochmal die Nachfrage kommt, was machen wir hier eigentlich? Ne? Genau, Dankeschön. Minus ln2. Ja, dann lass uns das doch mal ausrechnen. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen gespannt hier. Ich würde sagen, wir lösen zuallererst mal die Doppelbrüche auf. Das, was ganz außen steht, also das hier und das hier, das kommt nach oben. Also n plus 1 Fakultät mal n plus 3 Fakultät und unten steht das, was innen ist, also das und das. Das heißt n Fakultät und n plus 4 Fakultät. Und hinten würde ich direkt sogar wegkürzen, laut Potenzgesetzen, wenn die Basen gleich sind, dürfen die Exponenten voneinander subtrahiert werden. Ne? Das x bleibt x. Und dann wird gerechnet n plus 1 minus n.
Alles klar, das ist nur noch x. Also x hoch 1, also nur noch x. Und der Betrag, naja, eigentlich gut, eigentlich steht der Betrag hier. Da jetzt aber das hier alles positive Zahlen sind, kann man sie auch aus dem Betrag rausziehen. Also im Endeffekt steht hier nur noch Betrag von x. Ja. Und jetzt kürzen wir natürlich, so wie wir es gerade besprochen hatten, n plus 1 Fakultät ist nämlich nichts anderes wie n plus 1 mal n minus 1 und so weiter bis zur 1. Also sprich, alles, was dahinter kommt, ist nur noch n Fakultät. Das heißt also, n plus 1 Fakultät ist gleich n plus 1 mal n Fakultät. Das heißt, die n Fakultät kommt da bereits drin vor. Ich schreibe es aber für euch noch mal ordentlich auf. Also hier, ne? Es ist n plus 1 mal n Fakultät. Und seht ihr das, wenn n Fakultät im Zähler steht und im Nenner, dann kürzt es sich weg. Und nach dem gleichen Prinzip, ich gehe immer zu dem, was ein bisschen höher ist. Ne? N plus 1 war höher als n. Hier eine n plus 4 ist höher als ein n plus 3. Das heißt, die n plus 3 Fakultät, die ist dort bereits enthalten. Die wird sich hier komplett wegkürzen. So, das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben noch oben im Zähler n plus 1 und im Nenner haben wir n plus 4 und hinten haben wir noch Betrag von x. Und jetzt ist entscheidend, wir machen, wie gesagt, alles genauso wie beim Quotientenkriterium. Wir machen das genau wie beim Quotientenkriterium. Wir bilden jetzt den Grenzwert. Viele haben sich jetzt vielleicht gefragt, warum ich hier noch nicht Limes davor geschrieben habe. Kann ich machen, dann muss ich es aber vor jeden Schritt schreiben. Ich kenne das noch von der Bewertung früher für ein vergessenes Limes, ein halber Punkt Abzug. Das muss ja nicht sein. Ja? Lieber nutzen wir die coole Schreibweise vom Prof und machen erst hier den Grenzwert. Dann bitte aber auf diese Weise und ohne ist Gleichzeichen. Wichtig ist wirklich, wenn ihr den Quotienten bildet mit Betrag, dass ihr noch den Grenzwert ausrechnet am Ende. So ist nämlich die Kennzahl, ich nenne sie mal Q, vom Quotientenkriterium definiert. Beim Wurzelkriterium war es die n-te Wurzel und dann auch n-te Wurzel, also auch Betrag, dann n-te Wurzel, bei Wurzelkriterium und dann Grenzwert. Quotientenkriterium ist auch Betrag, Quotient, wie der Name sagt, und dann der Grenzwert. Also das ist wichtig. Und jetzt machen wir es nicht zu lange, weil es kommt auch übrigens noch gleich Grenzwerte von Zahlenfolgen. Der Zähler und Nenner, die wachsen gleich schnell. Ne? Beide. Also ist beides mal 1. Ne? Wir machen genau sowas gleich nochmal. Da werdet ihr sehen, die Idee ist, man klammert die höchste Potenz aus. Also man könnte jetzt hier schreiben, schreiben wir es doch mal hin. Wenn man n ausklammern, ja, immer die höchste Potenz. N wächst am allerstärksten oben und n wächst am allerstärksten unten. Und wenn wir es ausklammern, haben wir noch 1 plus 1 durch n über und unten 1 plus 4 durch n. Wenn das jetzt ein bisschen schnell ging, gar kein Problem. Die nächste Aufgabe ist genau dafür, dass wir es nochmal ordentlich erklären. Aber ihr könnt ja bestimmt durch Ausmultiplizieren jetzt bestätigen, dass das wirklich identisch ist. Ne? Vielleicht nehmt ihr jetzt schon nochmal mit, immer die stärkste wachsende Potenz ausklammern. Das war hier das n. Nachdem man es kürzt, hat man hier nur noch, wenn n gegen unendlich geht, 0 Folgen. 1 durch eine unendlich große Zahl und 4 durch eine unendlich große Zahl geht beides gegen 0. Überbleibt 1 durch 1 gleich 1. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der geht gegen 1, überbleibt unser Betrag von x. Sorry, dass es jetzt ein bisschen schneller war, weil das ist ja gleich das Thema von danach. Das wollte ich danach mit euch machen. Ne? Für alle anderen, die es aber schon kennen, die sagen sich, okay, verstehe ich. Für alle anderen, die sagen, noch nicht so gut, hebt euch die Fragen für die nächste Aufgabe auf. Okay, dann machen wir das gleich nochmal. Ich möchte nur nicht den Fokus verlieren von unserem, was wir eigentlich vorhaben. Darum gucke ich auch gleich nochmal, was ihr schreibt. Beim Quotientenkriterium ist es nämlich ganz besonders wichtig, wenn ihr das getan habt, Betrag, Quotient, ja, der Name sagt, und Grenzwert, dass ihr dann eine Kennzahl rausbekommt. Und diese Kennzahl, die, wenn sie kleiner ist als 1, dann wird die Reihe absolut konvergieren, was wir ja überprüfen sollen, Konvergenzradius. Ne? Wenn sie größer ist als 1, wird sie divergieren. Und bei ist gleich 1 haben wir keine Aussage. Es könnte konvergieren, es könnte divergieren. Also bei ist gleich 1, genau der Punkt, dass wir hier auf dem Rand drauf liegen, den müssen wir gesondert nochmal betrachten. Darüber reden wir gleich noch. Ich will damit nur sagen, dass das hier bereits das Konvergenzintervall ist. Das ist die Lösung, die hier steht. Ja? Ich mag das einfach mit Quotientenkriterium. Ja? Das ist einfach so gut, weil wir wissen, dass jetzt alle x-Werte, die betragsmäßig kleiner sind als 1. Also, wenn wir jetzt mal auf den Zahlenstrahl aufmalen, x0 ist eine 0, es liegt genau in der Mitte. Und die äußeren Ränder sind 1 und minus 1, dann heißt es, alle Zahlen zwischen minus 1 und 1
Na, betragsmäßig. Also selbst wenn ich minus 0,7 nehme, der Betrag ist 0,7 und das ist kleine 1. Ne? Das ist die Bedeutung. Das ist die Kurzschreibweise von minus 1 kleiner x kleiner 1. Ist das hier die Kurzschreibweise. Auf jeden Fall ist das hier, darum kann ich das auch so umrahmen, unser Konvergenzintervall. Und schaut euch nochmal hier diesen Zusammenhang an. Wenn x0 in der Mitte liegt, also x0 liegt immer in der Mitte von dem Konvergenzintervall, kann man tatsächlich dann also hier nochmal ablesen, dann ist der Abstand zum Rand der gesuchte Konvergenzradius. Genau, und damit ist die Aufgabe abgeschlossen. Wir haben nämlich Konvergenz noch nicht, wir müssen noch die Randpunkte untersuchen, aber das Konvergenzintervall und den Konvergenzradius damit ausgerechnet. So, jetzt habe ich den Gedanken abgeschlossen. Jetzt gucke ich nochmal, was eure Anmerkungen dazu sind. Warum geht nicht die Regel von L'Hôpital, hat Christian gefragt. Gute Frage, weil das keine Funktion ist, sondern das sind Folgen. Bei Folgen, L'Hôpital benutzt ja Ableitungen. Ableiten dürft ihr aber nur in einer glatten Funktion. Also wenn ich n aber nur Punkte 0, 1, 2, 3, 4 einsetze, habe ich nur einzelne Punkte. Das ist keine Funktion. Klar, jetzt könnte man rumtricksen und sagen, ich lege jetzt eine Funktion durch exakt diese Punkte, mit der mache ich L'Hôpital und konzentriere mich dann wieder auf das Ding hier. Müsstet ihr aber argumentieren, und viele Dozenten wollen das gerade nicht, auch wenn es legitim ist eigentlich, weil sie einfach von euch prüfen wollen, dass ihr den Grenzwert von Zahlenfolgen beherrscht. Also Christian, gute Idee ist sogar, also so vielleicht aus Physikersicht oder anwendungsbezogener Sicht, sollte das eigentlich klar gehen, mir fällt gerade kein Gegenbeispiel ein, mit der richtigen Begründung auf jeden Fall. Ne? Aber tut es bitte nicht bei Zahlenfolgenregel von L'Hôpital benutzen. Genau, das ist nicht so schön. Genau, also es ist tatsächlich unendlich durch unendlich. Ne? Also nur deswegen, weil, genau, für eine Anmerkung. Ist, wenn das Q gleich 1 hat, ist keine Aussage. Ja, genau, weil bei Q gleich 1 haben wir keine Aussage, aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, da jetzt eine Untersuchung zu machen. Das heißt nur, wir müssen uns die Randpunkte x gleich 1 und x gleich minus 1 nochmal ein bisschen genauer anschauen. Guck mal, ich mache hier mal eine Lupe dran. Wir gucken uns die genauer an. Ja, das ist das, was wir uns gleich noch anschauen. Also, gerade letzte Klausur so geschrieben. Ja, 4. Also konvergiert jetzt die Folge absolut gegen Betrag von x? Nein, Vorsicht. Also die Reihe dort, diese Potenzreihe, konvergiert absolut, wenn das x zwischen minus 1 und 1 liegt. Für all diese x-Werte konvergiert die Reihe. Ob sie auch konvergiert an den Randpunkten, untersuchen wir gleich noch. Für 1, gleich 1 und minus 1. Folgen sind nicht stetig. Genau, das ist, genau. Nein, es konvergiert für x-Element. Ganz genau. Sehr gut. Es konvergiert für x-Element minus 1 bis 1. Erstmal noch runde Klammern. Weil die Eckigen haben uns noch nicht verdient. Müssen wir uns erstmal untersuchen. Warum ist es keine Folge? Was meinst du? Wurzelkriterium. Warum haben wir ein Intervall von... warum haben wir ein Intervall von minus 1 bis 1? Na, das steht hier. Das ist die Bedeutung. Also die Bedeutung von dem hier ist minus 1 kleiner x kleiner 1. Also das müsst ihr euch auswendig einbringen. Das ist die Bedeutung. Guckt euch gerne mal meine Videos an zu Beträge auflösen. Oder Betragsungleichungen, so habe ich eine Videos genannt. Da kommt das auch öfter vor. Ja, das ist einfach die Bedeutung, das ist äquivalent. So. Genau, das war nochmal gut, dass ihr es mal fragt, bevor wir uns gleich... Unterschied zwischen der Konvergenzregel und der Quotientenregel hatte ich jetzt noch nicht ganz gecheckt. Kann ich da immer Quotienten... Ja, genau das will ich damit sagen. Ihr kannst immer Quotientenkriterium anwenden und die anderen Bums vergisst einfach. Genau, weil es einfach allgemeiner ist. Muss man hier immer die Randpunkte betrachten? Ja, man muss sie immer mit betrachten. Immer in jeder Aufgabe gesondert. Manchmal ist es sogar so, dass einer der Randpunkte dazugehört. Manchmal gehören beide dazu, manchmal gehört keiner dazu. Das muss man machen. Und jetzt, wo die Frage kam, machen wir das auch noch. Was wäre also der Fall bei x gleich, wisst ihr was? Ich habe mir angeguckt, ich habe es mit, wir machen es trotzdem einzeln. So, x gleich 1. Zack. Wir machen es einzeln. So. Das ist einfach nochmal, um was über Reihen auszusagen generell, nochmal sehr wertvoll. So, und jetzt an der Stelle würde ich aber tatsächlich mal darauf zurückgreifen. Ich glaube, Richard hat es vorhin gesagt,
dass man ja hier einfach nur das kürzen kann. Also auch um das hier nicht ewig in die Länge zu ziehen. Guckt mal, seht ihr das? Ne? Das ist ja die Bedeutung. Und dann geht es weiter nach unten. Auf jeden Fall, diese Fakultäten kürze ich und überbleibt 1 durch n plus 3 mal n plus 2 mal n plus 1. Und ich würde gerne wissen von euch, ob diese Reihe konvergiert oder divergiert. Denn wenn sie konvergiert, können wir hier noch ein Gleichheitszeichen schreiben. Dann würde ich diese runde Klammer tatsächlich eckig machen. Dann gehört nämlich die 1 dazu, wenn es konvergiert. Wenn es absolut konvergiert. Ja. Wie schaut es aus? Habt ihr eine Idee, ob es konvergiert oder nicht? Und wenn ja oder nein, wie könnte man das beweisen? In der Zwischenzeit lese ich nochmal eure Fragen. Du meinst eben, wir... Geil, wir können, genau, wir können kein L'Hôpital nehmen, weil es eine Folge ist. Exakt. Das ist die Begründung, so ist es. Ich dachte aber, das Wurzelkriterium ist schärfer. Richtig, das Wurzelkriterium ist schärfer, heißt, immer wenn das Quotientenkriterium eine Aussage liefert, liefert auch das Wurzelkriterium eine Aussage. Also Wurzelkriterium ist an sich besser, aber Wurzel aus N-Fakultät, diese Folge, diesen Grenzwert zu beweisen, ist sehr unangenehm. Wenn ihr ein Tafelwerk nehmen dürft, wo es drin steht, Bombe. Ja? Ich mache aber mit Quotienten einfach, weil damit die meisten an ihr arbeiten müssen. Ja? Ich mache jetzt nicht hier den fluffigsten Weg, den coolsten Weg, sondern den, der für die meisten geeignet ist. Hast du ein Video, in dem du den angeblichen Widerspruch der additiven Quote... Ja, habe ich. Yoda, das ist genau das Video, das heißt Riemannscher Umordnungssatz. Ja? Da habe ich genau das Beispiel hinten mit dem minus ln2, wo ich genau diese Folge, diese alternierende harmonische Reihe untersuche und ich zeige sogar Beweise mit euch, auf welche also wie man die Summanden umordnen muss, um hier gegen die Hälfte des Ergebnisses zu konvergieren. Und am Ende, wie gesagt, habe ich nochmal mit dem Computerprogramm mit Wolfram, mit MATLAB ausgerechnet, wie man sie umsortieren muss, bis man Pi rausbekommt. Fand ich ganz witzig. Guckt sie gerne mal an. Genau, das ist ein cooles, spannendes Thema. Konvergenzradius, wenn man ein Quotientenkriterium in dieser Richtung macht, auch 1 durch Q. Ich weiß nicht genau, was du meinst damit. Also ihr werdet das Quotientenkriterium anwenden, das Ergebnis kleiner 1 setzen und nach x umstellen. Das ist es. Ja? Genau. Mehr will ich mir jetzt hier nicht festlegen, weil ich nicht genau verstehe, was du meinst. Aber es ist stinknormales Quotientenkriterium ohne jegliche Abwandlung. Nur am Ende stellt es nach x um. Beziehungsweise es war ja bereits perfekt nach x umgestellt. Also, ja. Ja, wenn jetzt hier noch irgendwie noch ein halb als Faktor vorkommt, würde ich natürlich mal 2 rechnen. Ja? In dem Sinne, ich stelle es um noch nach x. Wie kommt man darauf, dass das Betrag 1 kleiner... Ja, gute Frage. Das ist einfach... das kommt aus dem Quotientenkriterium. Wenn man beim Quotientenkriterium... Also man hat beim Quotientenkriterium nur dann Konvergenz, wenn das Ergebnis kleiner 1 ist. Wenn die Frage ist, für welche x-Werte divergiert das Ganze, würde ich schreiben größer 1. Also im Endeffekt, ich mache mal jetzt hier ein Ausrufezeichen für Konvergenz. Also Ausrufezeichen heißt immer notwendig. Ne? Es ist notwendig für Konvergenz. Genau. Doch hinreichend? Naja. Es ist auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall notwendig dafür. Es muss kleiner 1 sein für Konvergenz. Konvergente Majorante. Ah ja, genau, ihr seid noch auf die ursprüngliche Frage eingegangen. Sehr gut, jetzt kommen sie. Die Lösungsideen. Genau. Man macht es grundlegend so, dass man erstmal wissen muss, ob sie konvergiert. Leider ist es so. Ihr müsst das Endergebnis kennen, um dann gezielt darauf hinarbeiten zu können. Darum ist es oft bei Leuten so, die Majorante, Minorante von ihrem Dozenten hören, dass sie ein bisschen überfordert sind und sich nicht wohlfühlen. Weil der Professor oder der Dozent, der kennt, der weiß, was das Endergebnis ist und sagt euch, gut, jetzt machen wir die Abschätzung genauso, dass wir da hinkommen. Und dann sagt ihr euch, hä, warum hast du nicht in die andere Richtung abgeschätzt? Hätte ich da nicht Divergenz zeigen können? Nein, hätte man nicht. Die andere Richtung hätte einfach nicht geklappt. Ja? Das heißt, man muss das Endergebnis wissen. Aber das Schöne ist, ich kann euch genau sagen, worauf ihr achten müsst. Also man kann innerhalb von einer Sekunde, es ist auch nicht gelogen, sehen, dass die Reihe konvergieren muss. Aber nur weil ihr es seht, ist es ja noch nicht volle Punkte in der Prüfung. Ihr müsst es ja dann noch beweisen. Es geht um die harmonische Reihe. Das nehmen wir als
Reihe. Und die harmonische Reihe im Allgemeinen, die sieht so hier aus. Sie wird konvergieren, wenn das S größer ist als 1. Und sie wird, also der Exponent, und sie wird divergieren, wenn das S kleiner gleich 1 ist. Also sowas wie Wurzel x, ne, wo man die Wurzel zu einer hoch 1/2 schreibt. 1/2 kleiner 1 heißt Divergenz. Das ist ganz wichtig. Kann man übrigens super einfach mit dem Verdichtungskriterium beweisen. Könnt ihr euch ja gerne mal meine Videos anschauen. Ich habe einen Online-Kurs, folgenreihen Differenzengleichungen, wo ich zum Beispiel auch das Verdichtungskriterium anwende, um hier genau das zu beweisen. Das ist auch ein Konvergenzkriterium. Ja? Und jetzt müsst ihr einfach nur wissen, was der Exponent vom n sein wird. Was ist der stärkste wachsende Term im Nenner? Und wenn ihr es ausmultipliziert, bekommen wir irgendwas mit n mal n mal n. Und dann auch irgendwas ganz anderes. Und dann noch ganz, ganz viele andere Sachen. Die mir aber vollkommen egal sind, weil es mir nur um n hoch 3 geht. Das heißt, wir haben hier sowas wie 1 durch n hoch 3 und noch irgendwelche anderen Sachen. Ne? Aber in der Unendlichkeit dominiert einfach n hoch 3. Und 1 durch n hoch 3, das wird auf jeden Fall eine konvergente harmonische Reihe sein. Also das bedeutet, wir wissen, dass diese Reihe konvergieren wird. Also müssen wir jetzt mit dem Majorantenkriterium darauf hinarbeiten. Nochmal zur Erinnerung, Majorantenkriterium bedeutet, ich erkläre es mal gerne so mit Autos, die auf der Straße fahren, so, ne? Keine Ahnung, ihr, kurz überlegen, dass ich nicht durcheinander komme. Ihr fahrt auf der Autobahn so, okay? Und genau, und plötzlich kommt einer an euch vorbeigeschossen, denkt euch, okay, was ist hier passiert? Ja? Und auf einmal seht ihr, da vorne ist ein Blitzer. Und ihr kennt das vielleicht so, wenn jemand geblitzt wird, das sieht man schon von Weitem. Ja? Und dann schießt er an euch vorbei und er wird nicht geblitzt. Und dann denkt euch, okay, alles klar. Das heißt also, wenn ich mit dieser Geschwindigkeit weiterfahre, werde ich auch nicht geblitzt. Das ist Majorantenkriterium. Ich nehme den, der schnell an mir vorbeifährt, als eine konvergente Majorante. Wenn der nicht geblitzt wird, der schneller ist, ja, dann werde ich, der langsamer ist, auch nicht geblitzt. Also wenn die Reihe, die größer ist, ja, schnellere Geschwindigkeit, größere Geschwindigkeit hat, wenn die schon konvergiert, also nicht geblitzt wird, dann werde ich als kleinere Reihe auch nicht geblitzt. Wie auch immer. Also was wir tun wollen ist, um die Konvergenz zu zeigen, wir machen den Term größer und wir machen ihn so groß, dass der hier irgendwie bei rauskommt mit n hoch 3, um zu sagen, dass dieser große Term konvergiert, dann folgt daraus auch, dass alles, was kleiner ist, auch konvergieren muss. Wenn der Große schon die Unendlichkeit nicht erreicht, dann wird der Kleine die Unendlichkeit auch nicht erreichen. Ja? Mal einfach gesprochen. Das ist unser Plan, den wir hier verfolgen. Und darum ist es wichtig, erst das Endergebnis zu kennen, bevor ihr anfangt zu rechnen. Ich weiß auf jeden Fall, in diese Richtung muss abgeschätzt werden, nicht andersrum. Macht keinen Sinn, den jetzt kleiner zu machen, den Term. Weil, naja, bringt mir halt nichts, keine Aussage über die Konvergenz. Und die Frage ist, wie macht man ihn größer? Jetzt muss ich nur überlegen, ihr könnt mir ja gerne mal eure Ideen schreiben kurz, wie man das hier größer machen kann, den gesamten Term. Ich gucke mir mal kurz eure Fragen nochmal zu an. Ein bisschen habe ich mal was aufploppen sehen im Augenwinkel. Gibt es weitere Möglichkeiten, als die Partialbruchzerlegung Teleskops, um den Grenzwert einer Reihe zu bestimmen? Ja, geometrische Reihen. Genau. Mathe beruht zu 90% auf Erfahrung. Ja, kann ich sagen, also viel Erfahrung. Ich bin auch ehrlich, man guckt auf eine Aufgabe, man hat eigentlich schon ein Gefühl, was rauskommt und arbeitet einfach auf das Gefühl zu. Also, dass es hier zwingend notwendig ist bei dem Ding, ja, weiß ich nicht, es wirkt dann irgendwie vielleicht ganz cool so, aber im Endeffekt auch alles, was man in der Mathe macht, ist alles eine Gefühlssache. Also ihr müsst super viele Aufgaben machen, um ein Gefühl zu entwickeln. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Dankeschön. Wenn Cloud Strife sagt, ihm gefällt mein Pullover, dann bin ich sehr glücklich. Wieso konvergent die Reihe denn? Ich dachte, da das Ergebnis gleich 1, können wir keine Aussage treffen und somit... Na, genau, Moment, Moment. Gleich 1 heißt, wir können keine Aussage mit dem Quotientenkriterium treffen. An dieser Stelle konnten wir wirklich keine Aussage treffen, das ist richtig. Das heißt aber du musst dir mal vorstellen, bei genau dieser Grenze hat es doch ein Konvergenzverhalten. Entweder es konvergiert oder divergiert. Nur weil wir es hier nicht sagen konnten, was es ist, heißt es nicht, dass es auf einmal, es gibt es nicht, ist, ne? Sondern dann gucken wir mal mit einer Lupe genau hin, was da passiert an der Stelle. Und das tun wir hier. Ja, also mit dem Quotientenkriterium, richtig, konnten wir keine Aussage über Konvergenz treffen an dieser Stelle.
Heißt aber nicht, dass es dort gar kein Konvergenzverhalten, also Konvergenz oder Divergenz, also muss ja irgendwas sein. Entweder es kommt ein endlicher Wert raus oder nicht. Kann ja nicht beides sein oder nichts oder, weiß ich nicht. Ja? Eins von beiden muss es ja sein. Und das untersuchen wir jetzt. Genau. Ich scheitere häufig an Matrizen mit komplexen Zahlen, den Nenner kleiner machen. Genau, den Nenner. Ja, genau, durch Vorsicht, genau, nicht einfach weglassen. Genau, aufgepasst. Oh, das ist gefährlich, ich habe ein bisschen provoziert, gebe ich zu. Ja. Aber so ähnlich. Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr die Konstanten weglasst. Genau aufpassen, was passiert. Wenn ihr die positiven Zahlen hier weglasst, ja, dann werden diese Faktoren kleiner. Das ist richtig. Oh, ja, das ist es. Entschuldigung. Ich war genau in einer anderen Richtung. Nee, ihr habt vollkommen recht, einfach weglassen. Ah, aber ich wollte nur kurz meinen Gedanken erklären. War ein bisschen bescheuert gerade. Klar, wenn ihr die plus, minus, plus 1, 2, 3 weglasst, werden die Faktoren kleiner. Das gesamte Produkt wird kleiner und wenn ich durch eine kleinere Zahl teile, wird alles größer. Ganz genau. Ich war genau gerade auf dem Fehler. Ich dachte, ich lasse ja schon die Falle laufen. Aber war gar nicht beabsichtigt. Aber es kam mal rechts, jetzt bin ich in die Falle. Wenn ich es andersrum abschätzen wollen würde, na, wenn ich es kleiner machen wollen würde, dann dürfte ich die nicht einfach weglassen, sondern dann müsste ich die plus 1, 2, 3 verstärken im Sinne von, ich müsste hier sowas machen wie plus n, plus n, plus n, müsste ich daraus machen. Ja. Denkt mal drüber nach, wenn ihr die andere Richtung abschätzen wollt. Aber genau, jetzt ist genau wie ihr es gesagt habt, das ist richtig, wir müssen die Konstanten einfach weglassen, denn indem wir das weglassen, ja, wenn wir sie einfach weglassen, wird der Term, Moment, der hier ist, genau, wird der kleiner sein als n. Der hier ist auch kleiner n und der ist auch, die sind größer n, größer n. Und wenn wir den größer machen, indem wir einfach nur ein n draus machen, dann wird der gesamte Bruch, größer. Ne? Wenn wir durch eine kleinere Zahl teilen, wird alles größer. Genau das ist die Idee und damit ist die Aufgabe tatsächlich auch beendet an dieser Stelle, für diesen Fall. Jetzt würden wir nämlich sowas sagen wie konvergente harmonische Reihe, ja, wegen s gleich 3. Und dann müsstet ihr noch schreiben, daraus folgt nach Majorantenkriterium, dass auch die vordere konvergiert. Ich möchte das jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, ihr könnt das ja als Video dann zurückspulen und mal ablaufen lassen, aber das konvergiert, weil es eine harmonische Reihe mit s gleich 3 ist. Daraus folgt, dass auch die ursprüngliche konvergiert nach dem Majorantenkriterium. Wenn das Große konvergiert, wenn der schnell fährt, nicht geblitzt wird, dann konvergiert auch die Kleine. Werde auch ich, der langsamer fährt, nicht geblitzt. Ja, genau so ist es. Jetzt den gleichen Fall nochmal für x gleich minus 1. Da könnt ihr mal kurz selber euch Gedanken machen, obwohl ich habe schon die Ideen vorhin gelesen. Ja, da haben schon einige reingeschrieben. Ich möchte aber noch kurz, dann lass uns das zu Ende machen und dann gehen wir nochmal auf Fragen ein. Einfach um den Flow nicht mehr zu stören hier. Wir haben dieselbe Reihe. Ja. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, also jemand hat es ja vorhin schon geschrieben, also es wird jetzt eine Frage von Sekunden sein, wie man hier die Konvergenz ganz einfach überprüft. Denn, ja, wie man das hier macht. Also vielleicht ist euch auch klar, dass wenn die Reihe schon konvergiert, dann wird die natürlich auch konvergieren müssen, weil die hier ist ja tendenziell kleiner als die dort oben. Vielleicht könnte man das sogar so als eine Abschätzung nutzen, denn einige dieser Summanden sind ja negativ. Das heißt, die haben dieselben positiven Summanden, nur eben, dass hier auch negative Summanden noch drin vorkommen. Das heißt, der Wert, das ist natürlich witzig, ne? Wir könnten jetzt nach Majorantenkriterium auch einfach sagen, kleiner gleich dem dort oben, ne? Also kleiner gleich dem, weil die Positiven haben sie gemeinsam und die Negativen sind halt hier, naja, machen sie halt kleiner als den da oben. Also nach Majorantenkriterium ist das kleiner dem, also konvergiert auch die. Aber vorhin hat jemand noch eine andere, da, Leibniz, genau, darauf wollte ich hinaus. Leibniz könnt ihr auch nehmen, denn wenn ihr so einen alternierenden Term feststellt, der ja nur dafür verantwortlich ist, dass die Summanden plus, minus, plus, minus, plus, minus sind, dann reicht es aus zu sagen, dass das, was hier steht, eine monoton fallende Nullfolge ist. Also klar, es muss gegen Null gehen, ansonsten wäre das notwendige Kriterium nicht erfüllt, aber klar, n gegen unendlich, das geht schon gegen Null. Genau, monoton ist es auch, das könnt ihr auch noch nachweisen, wenn ihr wollt.
Ich will es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Also nach Leibniz-Kriterium konvergiert diese Reihe. Allerdings nicht absolut, das ist wichtig. Na, nach Leibniz-Kriterium keine absolute Konvergenz. Das ist wie hier, ja. Auch diese Reihe konvergiert laut Leibniz-Kriterium, weil 1 durch n eine monotone Nullfolge ist. Also wenn man diesen Faktor hier außen vorlässt, ne, wie hier runterschubst und dann 1 durch n hat. Aber sie konvergiert nicht absolut, was man eben zeigen kann, wenn man den Betrag nimmt. Also Leibniz, schön und gut, weil eine super einfache, schnelle Möglichkeit. Ihr müsst nur noch zeigen, dass das hier eine monotone Nullfolge ist. Genau, dann sagt er, nach Leibniz-Kriterium konvergiert es. Oder ihr macht einfach Folgendes, weil ich gerade fand die Idee so ein bisschen sexy, dass ich das hier tue. Mit der einfachen, simplen Begründung, dass die positiven Summanden ja gleich sind, aber hier negative Summanden vorkommen, die hier positiv waren. Damit ist das zwangsweise kleiner als der. Ja. Und dann wieder nach Majorant-Kriterium. Aber ihr habt beides genannt. Na, das ist eine Möglichkeit wäre das, andere Möglichkeit wäre Leibniz. Okay, ich werde das jetzt nicht nochmal aufschreiben. Das reicht an dieser Stelle. Genau, Moment. Ich muss nochmal kurz lesen, was ihr geschrieben habt. Genau. So, 1 durch 3n ist divergent, genau. Er hat durch Quotientenkriterium herausgefunden, dass das Ganze gegen Betrag x konvergiert, sofern es kleiner 1 ist. So habe ich das verstanden, so ist richtig. 1 durch n hoch 3 konvergiert, genau. Wenn man eine endliche Anzahl an Summanden weglässt, ändert dies nichts daran, dass die Reihe divergiert oder konvergiert, ganz genau. Ihr könnt den Index bei einer beliebigen Zahl anfangen lassen, also beliebig viele endliche Summanden ausgliedern. Ändert nichts am Konvergenzverhalten. 1 durch n hoch 3 konvergiert nach Majorant-Kriterium. Konvergiert, weil es eine harmonische Reihe ist. Aber der vordere konvergiert nach Majoranten-Kriterium, weil die größere Reihe konvergiert. Das ist die Begründung. Hat er gesagt, ob das wieder... Ja, kann gerade nicht gucken. Weiß jemand, ob beziehungsweise Leibniz, absolut Wurzel beziehungsweise Leibniz-Kriterium? Ja, haben wir uns gerade geklärt. Warum steht im Zähler auf einmal eine 1? Weil sich das hier oben wegkürzt. Sorry. Wenn man sich das wegkürzt, bleibt als Platzhalter eine 1 über. Man kann auch einfach den Absolutbetrag nehmen, oder? Genau. Ist kleiner gleich, genau, das wäre die Begründung. Weil ist kleiner gleich dasselbe mit Absolutbetrag und das ist ja gerade die obere. Also, ja, genau. Ist wahrscheinlich dann, ist egal. Und jetzt, das stimmt nicht. Beim Majorantenkriterium muss man den Betrag der Reihe abschätzen. Haben wir getan. Punkt. Hier, alles positive Summanden, also easy. Ja, die Idee ist klar, wir dürfen jetzt nicht auf einmal ins Negative abhauen. Nicht, dass es hier gegen Minus unendlich geht und dass hier eine konvergente Reihe ist, die größer ist. Natürlich, ja. Also, da, danke nochmal, ja, aber ja, ist erfüllt. TU Dortmund, besser. Was ist der Unterschied zwischen absoluter Konvergenz und normaler Konvergenz? Ja, hier nochmal, normale Konvergenz heißt, es kommt genau ein endlicher Wert als Ergebnis raus. Absolute Konvergenz heißt, dass auch die Folge oder die Reihe mit den Beträgen, also wenn ich jetzt hier noch Beträge setzen würde, ne, hier Beträge, wenn das hier mit dem Betrag konvergieren würde, ja, dann wäre es eine absolut konvergente Reihe. Das ist aber nicht der Fall, denn wenn ich den Absolutbetrag nehme, kommt nur noch 1 durch n raus. Das ist eine divergente harmonische Reihe, ja, die oben konvergiert aber, zum Beispiel nach Leibniz-Kriterium. Habe aber genau das Beispiel auch in dem Video zum Riemannschen Umordnungssatz gezeigt, mit einer kleinen coolen Motivation. Habe die Umordnung gezeigt, warum das eigentlich so spannend ist. Ja. Schaut euch das gerne mal an. Das kannst du so nicht machen mit dem Majorantenkriterium. Gut, ich hoffe, du bist glücklicher, ja, dass ich den Betrag einer positiven Zahl nehme. Werde Videos zum Mittel- und Zwischenwertsatz kommen. Gibt es einen Plan, wann welcher Livestream? So, genau. Werde ich euch am Wochenende wahrscheinlich nochmal mitteilen. So, habt ihr noch weitere Fragen dazu? Genau. Vielleicht noch, dass man noch sagt, dass dadurch, dass die Randpunkte jetzt eben auch mit, dass es eben hier absolut konvergiert, ich glaube, das meint Affenmann hier, weil wir ja über absolute Konvergenz reden und hier eben nicht nur normale Konvergenz haben wollen, ja, genau. Ist aber der Fall,
denn es sind positive Summanden durch den Betrag, bleibt positiv. Also, ja, gut. Dann wird aus dem Kleiner ein kleiner Gleichzeichen. Also, das heißt, laut, also das jetzt nochmal, um die Aufgabe abzuschließen, das Konvergenzintervall, ja, das Konvergenzintervall ist dann also das mit eckigen Klammern, weil wir gerade nachgewiesen haben, dass auch bei den Randpunkten absolute Konvergenz vorliegt. Ändert allerdings nichts am Konvergenzradius, na, der Abstand von der Mitte bis zum Rand ist immer noch genau ein Schritt. So, das wäre eben wichtig, um diesen letzten Schliff hinzubekommen. Ob hier runde oder eckige Klammern stehen, dafür untersucht ihr nochmal die Punkte getrennt. Ja, auch wenn der Aufwand dafür gefühlt nochmal genauso groß war wie alles andere auch. Ja. Na gut, dann machen wir gleich weiter. Ich muss mal gucken. Also ich habe mir hier 8 Aufgaben aufgeschrieben und ich habe mir die jetzt so sortiert, dass wir erstmal Taylor hatten, dann eine Induktion, dann eine Konvergenzreihe. Es baut ja alles perfekt aufeinander auf. Jetzt geht es weiter mit, die Aufgabe machen wir auf jeden Fall noch, die vierte. Grenzwerte von Folgen. Ah, Folgen. Über Folgen haben wir gerade geredet und deren Grenzwerte. Ne? Jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen im Detail an und erklären auch nochmal, wie das hier ganz konkret funktioniert. Also, ich würde gleich wegwischen, außer das ist nur eine Frage. Wie schreibt man die Lösungsmenge? Genau, die Lösungsmenge für die konvergenten x-Werte am besten. Ja, das müssen wir abklären. Also, eigentlich sollte das so hier reichen. Zur Not kannst du aber auch sagen, kannst du als Mengenschreibweise machen, ne? Die Menge aller reellen x-Werte, für die gilt, dass das x betragsmäßig kleiner gleich 1 ist. Sieht ein bisschen cooler aus, ja. Aber muss man nicht machen. Nee, muss man tatsächlich nicht, weil die Intervallschreibweise, ich habe jetzt vor kurzem auch noch ein Video gemacht zu Intervallen in reellen Zahlen, das ist mein vorletztes Video gewesen, dass Intervalle sind, also vom Symbol her, von dieser Schreibweise, es ist eine Menge, eine zusammenhängende Menge geordneter Elemente. Ja? Das bedeutet also, diese Schreibweise ist äquivalent mit dieser Schreibweise. Genau, weil das einfach die Definition ist. Die Definition von dem hier, würde ich jetzt schreiben hier, Doppelpunkt ist gleich, ist genau diese Menge hier. Also alle x-Werte, die... Ja, hier. Irgendwann kein Platz mehr. Darum sollte das in Ordnung sein. Aber fragt immer nach, genau, das, wie das gerne eure Dozenten hätten. Sind alle 8 Aufgaben der Erdklausur vorgekommen? Ja, ja, ja. Also wir machen hier die Aufgaben, die mir zugeschickt wurden. Ja. Das ist im Endeffekt kann es auch egal sein. Ich kann auch rein theoretisch können auch Zahlen ändern. Ne? Würde keiner, keinem. Die Methoden sind ja identisch. Genau, und jetzt kam nochmal die Frage, kannst du bitte nochmal erklären, warum für x gleich minus 1 auch absolute Konvergenz vorliegt? Ja, kann ich erklären, weil, wenn wir hier den Betrag nehmen, ja, dann sind wir wieder bei der oberen. Also das ist betragsmäßig kleiner gleich dem. Also das kommt, genau, also, ja, weil wenn wir den, ganz einfach, also wenn wir den Betrag nehmen, ich wollte jetzt nur nicht drin rummalen, aber ich wische eh gleich ab, ne? Also wenn wir den Betrag nehmen, wird der Term wegfallen. Und da das konvergiert, ne, weil das dann konvergiert, wird das hier absolut konvergieren. Ne? Ich habe jetzt einfach reingemalt, das gehört jetzt nicht mehr zum Bild eigentlich, ne? Genau, darum konvergiert es absolut auch bei x gleich minus 1. Keine Aufgaben zur Punktweise und gleichmäßiger Konvergenz in Analysis 1. Das ist dann Funktionentheorie. Wie sieht n-2 Fakultät ausgeschrieben aus? Bei Plus verstehe ich, wie man das kürzt, aber offen kommt ja auch solche Ausdrücke mit Minus vor. Ja, gleiches Spiel. Also wenn du hast n-2 Fakultät, ist das einfach nur n-2 mal n-3 und so weiter und so fort. Du kannst alternativ aber auch sagen, du mogelst dir noch 2 dazu. Du könntest noch dir n-1 und n dazu denken, damit dann eine komplette n-Fakultät draus wird. Aber wenn du sie dir dazu mogelst, musst du fairerweise sie auch danach wieder abziehen. Also du könntest dir das auch so umschreiben, weil irgendwo zum Beispiel eine n-Fakultät vorkommt, die du wegkürzen möchtest. Ja. Warum genau? Darf man immer den Betrag nehmen? Nee, du darfst nicht einfach den Betrag nehmen, sondern es war gerade genau um die,
also hier musst du es tun, ja, und hier war gerade die Frage nach absoluter Konvergenz, deswegen den Betrag, genau. Wir wollten wissen, ob es absolut konvergiert. Das Positive habe ich den Betrag weggelassen. Wenn man es jetzt als falsch werten möchte, soll er es tun. Mir ja, scheißegal. Darf man immer den Betrag nehmen? N-2 mal N-3 mal N-4. Ja, genau. Minus 1 durch N alternierend. Daher im Betrag ist, bleibt es positiv konvergent. Genau, richtig. Betrag von Minus. Das ist ja ein alternierendes Vorzeichen. Plus, Minus, Plus, Minus. Durch den Betrag wird es alles Plus. Ne? Betrag im Reellen macht die alles positiv. Bei uns kommt gleichmäßige punktweise Konvergenz ran, Leibniz. Ja. Ist nicht im Sinne dieser Klausur oder dieser Aufgaben, die ich geschickt bekommen habe, gerne mal an einem anderen Tag. Gut, dann würde ich sagen, wische ich jetzt hier ab. Ne? Haben wir das Thema tatsächlich gut geklärt. So, jetzt machen wir weiter mit Folgen von, oder Grenzwerte von Zahlenfolgen. Genau, das ist nämlich genau das, was ihr auch hier beim Quotientkriterium immer wieder braucht. Ja? Da werdet ihr ja auch einen Grenzwert von einer Zahlenfolge machen, von dem Quotienten. So, dann schauen wir uns doch mal diesen Riesen hier an. N hoch 3. 7n hoch 3. Was ist das? Ein richtiges Klopperding. Moment. Geht ein bisschen länger. Moment, vielleicht habe ich jetzt Akku schon wieder genug. Ja, ist recht aus. So. Minus 15n Quadrat plus 2002. Können wir auch hier was. Wisst ihr was? Ich ändere es mal ab. 2021. Jeder macht gar keinen Unterschied. Das meine ich, ist doch Schall und Rauch, diese Zahlen hier. Und vielleicht wisst ihr schon, warum das auch so egal ist. Interessant, 4/10 nicht gekürzt. Naja, können wir doch machen. Ja, wir wollen den Grenzwert dieser Zahlenfolge untersuchen. Und ich würde gerne von euch wissen, was die Grundidee dahinter ist und ob ihr vielleicht jetzt schon ohne Rechnung das Endergebnis ablesen könnt. Es ist nämlich nahezu immer von Vorteil, das Endergebnis schon zu kennen. Nicht immer, ja, nicht immer. Manchmal sieht man auch, weiß, bei der nächsten Aufgabe einfach nur, welche Idee dahinter steckt zum Lösen. Aber in sehr vielen Fällen ist es von Vorteil, das Endergebnis zu kennen, bevor man anfängt, darauf hinzuarbeiten. Genau, ausklammern auf jeden Fall. So ist es. Und am besten die höchste Potenz. Jetzt gibt es verschiedene Ideen. Manche sagen, sie nehmen die höchste Potenz des Zählers und die höchste Potenz des Nenners. Ne? Manche nehmen die absolut gesehen größte Potenz. Insgesamt betrachtet größte Potenz. Alles führt zum richtigen Ergebnis. Muss man mit sich ausmachen. Im Endeffekt könnt ihr euch aber merken, jetzt mal folgende Szenarien. Der Polynomgrad unten wäre größer. Seht ihr das? N Quadrat, n hoch 3. Wenn es im Nenner stärker wächst als im Zähler, dann kommt 0 bei raus. Wenn es umgedreht ist, wenn es oben stärker wächst als unten, kommt unendlich bei raus. Eventuell auch minus unendlich, achtet auf die Vorzeichen. Und wenn die gleich stark wachsen, wird das Endergebnis der Quotient der Vorfaktoren sein. Also 7/5 wird rauskommen, das weiß ich jetzt schon ohne zu rechnen. Aber wir müssen das nachweisen. Nur von sehen kriegt es ja nicht volle Punkte in der Prüfung. Ja? Aber sehr gut. Ja, danke schön. 7/5 hier und dieses 2/5 gekürzt bleibt natürlich auch über. Sehr gut. Das machen wir jetzt mal und zwar genau wie ihr es beschrieben habt. Wir klammern die stärkste wachsende Potenz im Zähler und Nenner aus. Das ist n hoch 3. Und ausklammern bedeutet rechnerisch dadurch teilen. Das heißt, wir teilen jeden Summanden durch n hoch 3. Überbleibt 7 minus, und jetzt aufgepasst, ne? Wir teilen den durch n hoch 3, also oben 2 n's, unten 3. Da löschen sich ein paar aus, unten bleibt einer über. Also minus 15 durch n. Und, weil ich es witzig finde, dass wir das Jahr 2021 haben, naja, spielt keine Rolle. Denn, wie gesagt, in der Unendlichkeit dominieren nur die stärksten Terme. Hätte auch hier irgendwo noch
ich lustigen Sachen reinbasteln können. Ne? Hätte auch noch eine Wurzeländernde stehen können, hinten dran, plus Wurzel n, würde auch nichts ausmachen. Ne? N hoch 3 dominiert auch eine Wurzel hoch 1,5. Und wenn wir jetzt hier eine n hoch 3 ausklammern, haben wir 5 plus 0,2 durch n, gleiches Spiel, ne? Weil n hoch 2 und wir teilen durch n hoch 3. Ja, die Basen sind gleich, die Exponenten werden abgezogen, also unten bleibt ein n über, also ein n hoch 1 im Nenner. Und hinten, ja, die minus 2 Fünftel wartet schon mal gespannt, was da gleich passiert. Die kürzen sich weg, das ist ja genau die Idee, deswegen klammere ich persönlich auch immer die gleiche Potenz aus. Und alles, also jeder Summand, wo noch eine konstante Zahl durch unendlich geteilt wird, also wir machen ja gleich Folgendes, wir machen den Grenzwert. Ne? Kein Ist-Gleichzeichen, es geht hier um den Grenzwert, geht gegen 0, weil es 0 Folgen sind. Genau. Das heißt, also immer wenn wir durch unendlich teilen, geht es gegen 0. Darum habe ich umkreist einen Pfeil dran gemacht. Ja. Im Endeffekt kommt am Ende 7 Fünftel bei dem vorne raus. Das hätte man auch gleich ablesen können. Quotient, der Quotient von den Vorfaktoren der stärksten Terme. Und genau wie ihr schon alle geschrieben habt, 7 Fünftel minus 2 Fünftel ist 5 Fünftel ist gleich 1. Stark, ja, deswegen, wow, richtig viele, ihr seid schon gut vorbereitet. Freut mich. Ja, das wäre der erste Streich. Und jetzt kommt die Frage nochmal, was passiert, wenn es unten größer ist? Wenn es unten größer ist, also im Sinne von, dass die Potenz stärker, also dass es schneller gegen unendlich wächst, also dass die Wachstumsgeschwindigkeit des Nenners größer ist. Das meinst du, ne? Wenn hier zum Beispiel eine hoch 4 steht oder einfach, wenn der hier oben weg ist, so, ne? Dann geht das Ganze gegen 0. Wenn ich etwas Kleines durch etwas unendlich viel Größeres teile, geht es gegen 0. Umgedreht, wenn es oben stärker ist, geht es gegen unendlich oder auch mal minus unendlich, je nachdem, ob hier noch Vorzeichen stehen. Ja? Also quasi, guckt sich dann eben auch hier den Quotienten an, wenn bei minus minus geht es wieder gegen plus unendlich, ne? Oder gegen plus minus geht es gegen minus unendlich. Aber wenn es gleich stark ist, ist der Quotient der Vorfaktoren. Ja, das ist der, das ist es. dann lass uns doch mal eine etwas kompliziertere Aufgabe nehmen. Aber das erklärt auch nochmal, warum es vorhin so einfach ging. Wir hatten auch ein n ausgeklammert eigentlich, ne? Nehmen wir das Beispiel Grenzwert gegen genauen Wert. Ja, okay, das macht aber wenig Sinn, weil wenn du sagst n gegen 7, dann setzt eine 7 ein, Aufgabe erledigt. Okay, dann ist es noch leichter als alles andere, setzt die 7 ein, fertig. Das hier ist kein Majorant, nein, Majorantenkriterium nutzen wir, um die Konvergenz von Reihen zu überprüfen. Eine Reihe ist, wenn man noch eine Summe davor schreibt, vor die Folge. Ne? Eine Summe mit unendlich vielen Summanden, das ist eine Reihe. Und ob diese unendlich vielen Summanden, also diese, ne, die Folge, die Summe der Folge, ob das dann am Ende einen endlichen Wert, ob diese unendlich vielen Summanden aufaddiert einen endlichen Wert ergeben, das ist Konvergenz dieser Reihe. Aber genau, Majorante wäre dann auch eine Abschätzung, bräuchte man dann, müssten es größer machen und das Größere müsste schon konvergieren, damit das Kleinere auch konvergiert. Ne? Das war ja die Idee vorhin. Hier könnte man auch den Bernoulli-L'Hôpital anwenden. Nein, kann man nicht. Fun Fact nochmal, ja. Ich glaube, L'Hôpital hat es von Bernoulli abgekauft. Darum heißt es jetzt Regel von L'Hôpital. Kann man nicht benutzen, geht nur bei Funktionen. Das hier ist also eine Abfolge von Punkten. A1, A2, A3, A4 sind einzelne Punkte. Die sind nicht miteinander verbunden. Diese keine stetige, glatte Funktion, die man ableiten kann. Man kann sich theoretisch eine Funktion hindurchlegen, die genau zufälligerweise an diesen Stellen mit der Funktion übereinstimmt, also indem man sagt, das durch ein x ersetzt als Funktion, dann würde man auf dasselbe Ergebnis kommen, ist aber nicht zulässig, ohne das noch irgendwie explizit genau zu begründen, warum das erlaubt ist. Man möchte auch gerne in der Prüfung sehen, dass ihr das hier mit dem Ausklammern von beherrscht. Genau. So geometrische, so Moment, geometrische Reihe mit Wert berechnen fand ich gut. Ja, ist eigentlich auch eine nette Sache, kam jetzt hier aber nicht vor. Vielleicht nochmal in der nächsten Woche. Habe ich, wie gesagt, aber auch Videos zu, also könnt ihr euch gerne anschauen. Reihen sind aufsummierte Folgen, ganz genau. Mit unendlich vielen Summanden. Es gibt auch die endlichen Reihen, weiß nicht, ob denn, ja, ich kannte den Begriff endliche Reihe, weiß nicht, ob das jetzt so ein populäres
dieses Begriff. Eine Frage dazu. Wenn man oben noch 7n hoch 3 hätte und im Nenner noch in wie käme man dann auf den Grenzwert? Wenn du noch hättest 7n hoch 3, wenn man oben und im Nenner noch in, was? Wie meinst du das? Also ich kann so viel dazu sagen, dass das, nochmal, also wenn unten höhere Potenz ist als oben, geht es gegen 0. Wenn es oben höher ist als unten, gegen unendlich, auf Vorzeichen achten, bei gleicher Potenz Vorfaktor. Jetzt kann natürlich sein, dass dort auch nochmal andere Terme vorkommen, sowas wie ein 2 hoch n zum Beispiel. Ne? Sowas wächst natürlich stärker als ein Polynom. Ja? In dem Fall wäre das hier der stärkste wachsende Term. Also ich könnte jetzt auch so eine Aufgabe stellen wie 2 hoch n plus 2 hoch minus n durch 2 hoch n minus 2 hoch minus n. Auch eine klassische Prüfungsfrage, kam jetzt hier nicht drin vor, aber ist genauso. In dem Fall gucke ich nicht nach Polynom, ich kann jetzt hier auch so einen Spaß machen wie plus n, macht ja gar keinen Unterschied. Ne? Weil Polynome wachsen langsamer als Potenzen. Also ich lasse ihn mal gleich weg, so wie die 2021 auch nur ein Scherz war. Ne? Auch hier guckt man sich aber den stärksten wachsenden Term an, das ist der hier. Und wenn man ihn ausgeklammert hat, im Zähler und im Nenner, einfach aus dem Hintergrund, dass man ihn danach wieder wegkürzen kann, dann bleibt über, geteilt durch 2 hoch n ist 1, geteilt durch 2 hoch n, Basen sind gleich, Exponenten werden voneinander abgezogen. Ja. Ich war jetzt gerade ein bisschen schneller, weil das nicht die Aufgabe war. Ich dachte nur, es ist nicht die Aufgabe, um die es gerade geht. Ja. Ich wollte nur die Frage beantworten. Genau, Potenzgesetze. Und jetzt könnte man sich halt überlegen, dass ja das eigentlich minus im Exponenten nur eine Bedeutung hat. Bruch oder Kehrwert. Ja. Minus heißt nur 1, dass das 2 hoch 2n nach unten in den Nenner kommt. Könnt ihr jetzt auch mit Potenzgesetzen hier irgendwie 2 hoch 2 gleich 4 ausrechnen. Aber spielt keine Rolle, weil auch das hier am Ende Nullfolgen sein werden und da eine 1 bei rauskommt. Ja? Also, wenn das gerade die Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja? Genau. Kann man sich es sind Folgen. Genau, da gibt es keine Regeln mit Potenz. Rechenregeln kann man machen hier. Genau, also genau, kein Majorantenkriterium oder sowas, genau. Kein Quotientenkriterium und so, das gilt nur für Reihen. Ja, das ist ganz wichtig. Grenzwertberechnung meinst mit Limes. Genau. Genau, das mit Limes ist hier, genau, wir wollen den Grenzwert bestimmen. Im Endeffekt, Reihen auszurechnen ist auch nur ein Limes. Ja, der Grenzwert der Partialsummen. Auch nur eine Abfolge. Genau. Ah, komplexe Zahlen meinst du mit I. Sorry. Okay, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, du hattest das In irgendwie, du hast irgendwie noch das I da reingehauen. Ja, wenn da noch ein, sollte das I auch mit zur Potenz sein, du könntest das ja aus, ist ja gar kein Problem. Ja. Genau, es gehen auch komplexe Folgen sein, das ist alles dann wie gehabt. Und I Quadrat einfach darauf achten, ist eine minus 1. Beweist du auch die Konvergenz von einer Folge über die Definition von Konvergenz? Nö. Ist hier nicht gefordert, genau. Wenn ihr das wollt, können wir es gerne mal machen, aber das ist hier nicht im Sinne von den Aufgaben, die ich bekommen habe gerade. Kannst du das mal das Studium empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Aber frag mich mal bitte sowas später. Ich will jetzt bei den Aufgaben bleiben. Wir können später gerne nochmal quatschen. Was passiert, wenn es beides gleich ist? Ist es dann 1? Ja, klar, genau. Wenn hier eine 7 steht, haben wir 7 durch 7 gleich 1. Das ist immer der Quotient von den Vorfaktoren. Und wenn jetzt hier eine minus 14 steht, haben wir 7 durch minus 14 ist eine minus 1,5. Ganz genau. Auf jeden Fall. Was ist mit gleichmäßiger Konvergenz? Machen wir jetzt nicht. Das sind Begriffe von Funktionen folgen oder wenn man die dann eben aufsummieren mit Hilfe von Reihen zum Beispiel. Ja. Genau, sehr nah an der Potenzreihe von vorhin, aber nicht das Thema, auf das wir heute zusteuern. Also, wie geht's weiter? So, wo kommt die minus 2? Das ist genau gute Frage. Wo kommt die minus 2 her? Wenn wir ausklammern, ja, dann müssen wir doch jeden Summanden dadurch teilen. Also wir müssen 2 hoch minus n durch 2 hoch n teilen. Laut Potenzgesetz, wenn die Basen gleich sind, werden die Exponenten voneinander abgezogen. Minus n ist minus 2n. Ja? Das war die Begründung. Aber gut, dass du es nochmal sagst, nochmal nachfragst. Ist ein sehr interessanter Grenzwert. Auch wenn ihr es mit
Grenzwerten von Funktionen zu tun habt, könnt ihr einfach das n durch ein x ersetzen. Und dann könnt ihr gerne mal aus Spaß Regel von L'Hôpital benutzen, weil ist ja unendlich durch unendlich. Ihr werdet euch aber auf ewig im Kreis drehen. Und das ist so ein wunderschönes Beispiel, wenn das n jetzt ein x wäre und ihr sagt, oh, L'Hôpital geht ja, ne? Würde ich trotzdem mit Ausklammern arbeiten, weil da L'Hôpital tatsächlich versagt. Kommt im Übrigen vor, wenn man Sinus Hyperbolicus durch Cosinus Hyperbolicus mal untersucht. Also den Grenzwert vom Tangens Hyperbolicus. Ne? Da ist es angelehnt. Fandst du nur mit der 2 gerade witziger. Kriege da den Ansatz nie hin. Warte, wo? Ja, bitte einmal Folgenkonvergenz. Ja, machen wir bestimmt auch nochmal. Aber nicht jetzt. Ja, es passt gerade nicht. Wir sind schon bei 2 Stunden. Wir machen noch die Aufgabe zu Ende. Wir machen die Aufgabe zu Ende und dann machen wir eine Stunde Pause. Ja, ich denke, es dauert nicht mehr so lange. Lasst uns ranhalten. Die nächste Folge, die wir untersuchen, ist 9n² plus 2n plus 1. Mit Wurzel. Ja, vielleicht wisst ihr schon, worauf es vielleicht hinauslaufen soll. Und dann noch ein Minus hinten. Es ist auch so ein klassischer Fall, dass man eigentlich, man sieht es und sagt sich, okay, das ist schon wieder einer von diesen Typen, mache ich. Ja, also wieder einer dieser Aufgabentypen kriege ich hin. Ja. Es ist immer die gleiche Vorgehensweise, immer das gleiche Muster. Ihr habt irgendwie immer 2 Terme, die voneinander abgezogen werden. Einer oder beide davon sind Wurzeln. Ja. Es gibt einen ganz einfachen Trick, um das zu lösen. Übrigens auch, wenn man mal mit der H-Methode einen Differentialquotienten bestimmen soll, darf man ja auch nicht die Regel von L'Hôpital verwenden, weil ja die Regel von L'Hôpital das Ableiten voraussetzt. Aber wie soll ich eine Ableitung berechnen, wenn ich... Also ohne eine Ableitung zu nutzen. Also das ist klar, mit der H-Methode, da muss man eben Grenzwerte auch auf elegante Weise lösen. Zum Beispiel solche Grenzwerte kommen dann eben auch vor. Ja. Und der Trick ist ganz einfach, richtig, genau, mit der dritten binomischen Formel zu erweitern. Ich schreibe das mal hier oben an. Immer wenn ihr sowas habt, Differenz, wobei mindestens einer von beiden eine Wurzel beinhaltet. Dann ist der Trick folgender. Ihr habt a minus b, okay? A bzw. b, einer von beiden ist eine Wurzel, vielleicht auch beide. Was ihr machen könnt ist, ihr könnt an a minus b, könnt ihr jetzt ein a plus b dran multiplizieren und im gleichen Zug durch a plus b teilen. Seht ihr, das ist vollkommen in Ordnung, ne? Weil ich kann den ja auch gerne wieder wegkürzen, wenn ich möchte. Und wenn ich ihn wegkürze, bin ich beim Ursprung. Das heißt wohl, dass das identisch mit dem ist. Ja, ist wohl kein Problem. Aber wir machen es genau aus dem einen Grund, dass bei der Multiplikation hier oben von der dritten binomischen Formel jetzt der mittlere Term wegfällt. Also es bleibt nur noch über a² minus b². Ne? Dieser Zwischenterm ab plus ab minus ab, der fällt raus. Das bedeutet, wir kriegen durch diese Quadrate die Wurzeln weg. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was machen wir bei einer dritten Wurzel? Gute Frage. Gibt nämlich genau denselben Spaß mit binomischem Leersatz auch für hoch 3. Ja? Da multipliziert man dann a² plus ab plus b dran. Das dann überbleibt a hoch 3 minus b hoch 3. Also man kriegt die Wurzeln auf kurz oder lang auf jeden Fall alle weg. Und genau den Trick nutzen wir jetzt, also mit unserem, ich nenne es mal a und b, ein bisschen missverständlich wegen dem an, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wir nutzen es einfach, um durch die Quadrate die Wurzeln zu eliminieren. Hätte man auf beiden Seiten quadrieren können? Nein, weil wir haben keine Gleichung, in der wir quadrieren. Also wenn ich jetzt quadriere, klar würde ich zum Quadrat stehen, aber was nutzt mir an Quadrat? Also vielleicht, ich sehe gerade den eventuell, ich will es jetzt nicht ausschließen, ich sehe es nicht, wäre mir jetzt nicht bekannt, dass man auf diesem Weg zur Lösung kommt. Will ich jetzt nicht ausschließen, ich will es nicht pauschal sagen, nicht, aber kommt gerade keine gute Idee, das einfacher zu machen. Also besser wäre wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einfach, mit dieser dritten binomischen Formel zu erweitern. Genau, also wäre, ja, weiß nicht, könnte man testen, aber ja, vielleicht kriegt man auch irgendwann mal eine Rekursionsgleichung hin. Vielleicht kann man auch sehr explizit eine Rekursionsgleichung machen und dann unter Zuhilfenahme, das ist ein bisschen aufwendiger, aber möglich ist, will es jetzt nicht ausschließen. So, a Quadrat minus b Quadrat. Wenn ich es quadriere, fällt die Wurzel weg. Minus. Und jetzt muss ich, also dieses Minus hier hat auch übrigens keinen Einfluss. Ne? Nicht, dass ihr denkt, dass das irgendwie zum B dazugehört. Ne? Das ist immer minus B. Hier, minus B. Das muss quadriert werden und laut Potenzgesetzen darf jeder Faktor einzeln quadriert werden, also 9n². Und jetzt seht ihr das? 9n² minus 9n² hebt sich gegenseitig auf. Das war der große Vorteil. Das muss nicht so sein. Ja? Manchmal bleibt eben noch ein n² über. Das kann uns aber vollkommen egal sein, weil
so wie es den nächsten Schritt weitergeht, ist es, die Rechnung wird jetzt ähnlich ablaufen. Also echt genau die gleiche Rechnung, anderes Ergebnis vielleicht. A plus B. Ja? Jetzt müssen wir nur noch diesen kompletten A-Term, also mit Wurzel, übernehmen. Da kommen wir leider nicht drum herum. Also die Wurzel kriegen wir nicht komplett eliminiert. Ja? Aber das ist ja nicht schlimm. Dadurch, dass wir es jetzt auf einen Bruch bekommen haben, sind wir wieder im gleichen Szenario wie dort oben. Wir haben wieder irgendein Polynom durch. Okay, Polynom wäre jetzt vielleicht falsch gesagt, ja, aber es geht ja auch nur um Wachstumsgeschwindigkeit. Wir müssen gucken, was von beiden wächst stärker. Wachsen sie gleich stark, dann ist das Ergebnis Quotient der Vorfaktoren. Ja. Wächst es oben schneller, geht es gegen unendlich oder minus unendlich, je nach Vorzeichen. Wächst es unten schneller, geht es gegen null. So, und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, was stärker wächst, Zähler oder Nenner. Ich möchte erst, dass ihr mir sagt, was das Endergebnis ist, und danach möchte ich mit euch die entsprechende Rechnung durchführen. Genau. Aber es bleibt Wurzel im Nenner, ganz genau. Können wir leider nicht drum herum. Könnte man 9 und n Quadrat aus der Wurzel rausziehen? Man kann ausklammern. Ausklammern ist im Übrigen auch gleich die Methode, die wir nutzen. Genau wie eben, als wir ausgeklammert haben. Ja? Die 9 ist mir eigentlich egal, ich würde sie drin lassen. Wie ihr wollt, ja, das spielt keine Rolle. Hast du einen Tipp an die arithmetische und geometrische Reihe? Was muss man sich in der Formel halten? Ja, ich weiß nicht. Also, das hat jetzt nichts mit der Aufgabe zu tun. Frag mich nachher nochmal. Ja. Jetzt im Nenner 9n² rausziehen. Ja, genau, man kann die 9 mit rausziehen. Ich würde sie aber erstmal drin lassen. Ja. Wie gesagt, ist egal. Das ist wahrscheinlich jetzt Ästhetik einfach. Ich lasse sie drin. So. Aber n Quadrat ausklammern, ganz genau. Ich möchte aber, dass ihr mir das Endergebnis sagt, ohne eine Rechnung vorher zu machen. Das ist nämlich kurz trainieren. Ach, nicht, wenn man 9 aus der Summe ausklammert und dann ein Produkt hat. Genau, man könnte es einmal ausklammern, dann hätte man die Wurzel aus 9 ist 3. Ja, ja, da wird schon irgendwas mit einer 3. Genau, das, darauf will ich gleich hinaus. Ah, ihr sagt ein Drittel oder zwei Drittel, mal gucken. War noch nicht überprüft. Genau, die Grundvorstellung, die ihr bekommen müsst, ist, Wachstumsgeschwindigkeiten zu vergleichen. Okay, das ist das A und O hierbei. Wenn oben stärker wächst, irgendwas mit unendlich oder minus unendlich, wenn unten stärker wächst, gegen null, und wenn beide gleich stark wachsen, gucke ich mir die Vorfaktoren der stärksten Terme an. Oben hat es die Stärke n. Ja, die n Quadrate haben sich herausgekürzt. Unten, und jetzt wird es ganz spannend, man denkt vielleicht, es hat die Stärke n Quadrat, aber das stimmt nicht. Durch die Wurzel hat das hier nur noch die Stärke von n. Ich weiß, dass ich nicht die Wurzel, aber bitte merkt euch das, ihr dürft nicht die Wurzel aus jedem Faktor, aus jedem Summanden einzeln ziehen. Das gibt es nicht, so ein Rechengesetz, das geht nicht. Aber, um die Wachstumsgeschwindigkeit zu vergleichen, in der Unendlichkeit dominiert 9n hoch 2. Das heißt, in der Unendlichkeit haben die beiden nichts mehr zu melden und in der Unendlichkeit haben wir also sowas wie 3 mal n. 3 mal n plus 3 mal n ist sowas wie 6 mal n, okay? Das heißt, unten haben wir dann ungefähr in der Unendlichkeit irgendwas sowas wie 6n. Ja? Beides hat dieselbe Stärke, n hoch 1. Das heißt, das Ergebnis wie oben ist der Quotient der Vorfaktoren. 2 durch 6 ist gleich 1 Drittel. Also 1 Drittel ist die richtige Lösung. Ja? Auch wenn es vielleicht ein bisschen, ja genau, vielleicht haben einige das hier noch vergessen und kam deswegen auf 2 Drittel, ja, oder den hier ignoriert. Aber es ist ein gutes Training, erstmal das Ergebnis abzuschätzen, bevor man die Rechnung macht. Es wird ein Drittel rauskommen, weil beide mit der Stärke n wachsen. Und um das zu beweisen, klammern wir wieder aus. Ich persönlich würde sagen, wir klammern nur n Quadrat aus. Ihr könnt aber auch gerne 9n Quadrat nehmen. Das ist beides vollkommen legitim. Ich mache einfach, wie ich gerade Bock habe. So. Ich nehme nur, genau. Ich möchte, wir machen mal einen Zwischenschritt. Den Schritt, den ich jetzt schreibe, den versucht mal bitte zu trainieren, dass ihr den in der Prüfung nicht mehr macht, dass ihr den überspringen könnt. Ja? In der Prüfung würde ich sagen, da ja Zähler und Nenner beide die Stärke n haben, klammern wir direkt ein n aus. Aber zum Training klammern wir mal nur als Zwischenschritt unter der Wurzel ein n Quadrat aus. Das, also ich glaube, dass es vielen ja, nochmal hilft bei der Vorstellung. Wenn wir hier unter der Wurzel, wir bleiben unter der Wurzel, ne? Wenn wir da ein n Quadrat ausklammern, haben wir 9 plus 2 durch n plus 1 durch n Quadrat. Und dann noch plus 3n hinten. Versucht aber, wie gesagt, diesen Zwischenschritt in der Prüfung nicht mehr zu machen. Überlegt euch bitte, wenn ihr ein n Quadrat ausklammert,
dass es ja dieses Wurzelrechengesetz gibt, dass ihr die Wurzel aus jedem Faktor einzeln ziehen könnt. Und das war ja der Grund, warum wir es ausklammern wollten, weil Wurzel n Quadrat ist ja n. Das war genau diese Stärke von n, von der ich gerade gesprochen habe. Ja? Das heißt, wir können die Wurzel aus jedem Faktor einzeln ziehen. Das hier wird zu n. Und in der Prüfung hätte ich gerne, dass ihr direkt erkennt, wenn alles die Stärke n hat, dann klammern wir direkt ein n aus. Versucht es bitte zu trainieren bis zur Prüfung. Ja? Es braucht auch nicht viel Training, glaube ich. Irgendwann hat man vielleicht den Blick dafür. Denke schon, nach recht kurzer Zeit. Ja? Und wenn wir jetzt hier die Wurzel ziehen, haben wir hier quasi ein n. N mal Wurzel. Ne? N mal Wurzel plus 3 mal n. Also n mal Wurzel plus n mal 3. Das n ziehen wir raus. Das heißt, es bleibt hier nur noch im ersten Summanden die Wurzel über. Ja? Und im hinteren Summanden noch die 3. So, und einfach nur, dass ihr nochmal vergleicht, stimmt das wirklich? Wenn wir ausmultiplizieren, dann haben wir hier nämlich 3n, das ist der. Und hier haben wir n mal Wurzel. Ne? Man kann das n mit unter die Wurzel drunter ziehen, wenn man es dafür quadriert. Logisch, denn wenn ich es unter eine Wurzel bringen will, muss ich das Gegenteil machen. Ich kann es einfach nur drunter schubsen, hab ich ja einen Fehler gemacht. Aber wenn ich das Gegenteil auch noch mache, ja, wenn ich plus 1 rechne, muss ich minus 1 rechnen. Wenn ich Quadrat mache, muss ich Wurzel rechnen, um zum selben zurückzukommen. Also wenn ich die Wurzel ziehe, muss hier ein n Quadrat multipliziert werden. Und n Quadrat multipliziert ist genau das hier. Deswegen diesen Zwischenschritt, er ist okay. Ja. Versucht ihn aber bitte in der Prüfung, versucht ihn über Training im Kopf zu machen. Und jetzt haben wir es geschafft, dann gucke ich mir nochmal an, was ihr geschrieben habt. Wenn hier n gegen unendlich läuft, dann sind das hier alles Nullfolgen. Und am Endeffekt kommt genau, habe ich vorhin gesagt, ein Drittel wäre richtig? Oh, Entschuldigung. Ein Drittel, genau, wegen Kürzen jetzt. Genau, selber durcheinander gekommen. Genau, oben bleibt eine 2 über. Entschuldigung, kein ist gleich, ja, würdet ihr wahrscheinlich Punktabzug bekommen. Grenzwert, ja, es geht immer noch um den Grenzwert. Ich mache es nur auf diese Weise, damit ich nicht in jedem Schritt Limes schreiben muss. Ja. Genau, und unten haben wir noch die Wurzel aus 9. Plus 3, also 3 plus 3 sind 6, dachte ich auch gerade 2 Drittel, aber vielleicht ist euch das vorhin auch passiert. 3 plus 3 ist 6 und 2 Sechstel sind gekürzt 1 Drittel. Ganz genau, das ist das Ergebnis. Cool. Abschätzen auf 2n durch 3n. Also es ist halt natürlich nicht, die Wurzel ist nicht zu vernachlässigen, das ist ein bisschen gefährlich, genau. Kenne ich aber, ist mir auch schon öfter passiert. Es gibt auch Aufgaben, wo es mir ein bisschen schwerer gefallen ist. Aber macht euch mal den Spaß, versucht es echt zu trainieren. Erst das Endergebnis zu erraten und dann darauf hinzuarbeiten. Das ist ja auch sinnvoll bei diesem Majoranten-Minoranten-Kriterium. Ihr sollt eine Vorstellung vom Endergebnis haben und arbeitet dann darauf zu. Ich habe das Thema nicht mal. Warum guckst du dir das an? Weil es Spaß macht. GWS unter der Wurzel ziehen. Was? Grenzwertsatz? Nee, GWS, was meinst du? Also im Endeffekt, wir machen nichts Verbotenes, wir benutzen Potenzgesetze. Ich denke, Potenzgesetze sind für alle, die in der 7. Klasse waren, erlaubt. Machen wir noch was anderes? Nee, ausklammern? Haben wir, weiß nicht, 5., 6. Klasse? Wo Potenzgesetze, 7., 8. Klasse? Haben wir noch irgendwas Unerlaubtes gemacht? Ach, Grenzwerte. Du meinst das hier? Genau, machen wir nicht. Wir markieren, dass es eine Nullfolge wird. Wir machen hier den Grenzwert. Genau, wenn das stimmt. Wenn du das meinst, genau das. Darum markieren wir sie auch hier als Nullfolge. Genau. Anders ist das an der Stelle nicht möglich. Das ist die allgemeine Vorgehensweise. Belehrt mich eines Besseren, wenn ihr denkt, dass es gibt Alternativen. Unabhängig von den Unis war eigentlich das immer der, macht eigentlich jeder so. Ich weiß nicht, wie sagt man? Common Sense? Weiß ich nicht. Ja, der Physikerschritt. Nee, es ist vollkommen legitim. Ich hätte die Wurzel mit 1/2 gewechselt. Okay, was hältst du davon? Ja, möglich, auf jeden Fall. Nur ich denke, dass es im Endeffekt nur darauf hinausgelaufen wäre, dass wir hier 9 hoch 1/2 gestanden hätten. Also ansonsten wären die Schritte, glaube ich, gleich. Ich sehe jetzt nicht, dass es einen Unterschied macht. Grenzwertsätze. Ja, Grenzwertsätze erinnert mich immer an Statistik die ganze Zeit. Morgen kommt lineare Algebra. Machst du noch eine Stetigkeit? Nein. Wir machen jetzt noch einen Grenzwert und dann können wir noch mal kurz reden, wenn ihr Fragen über andere Sachen habt. Ist es egal?
wo man den Pfeil von Limes setzt. Naja, da, wo du den Grenzwert berechnest. Ich mache es immer im letzten Schritt. Hier werden gleich, ich markiere, das wird gegen 0 gehen, wenn ich diese Grenzwert, wenn ich den Grenzwert jetzt mache. Ja? Ach so, genau. Und übrigens, weil ich gerade Stetigkeit gelesen habe, ja, natürlich ist das möglich, weil es ja, bei Funktionen wäre das die Argumentation. Ne? Bei einer Funktion kann man den Grenzwert reinziehen. Hm, kann ich jetzt hier nicht nutzen, glaube ich, die Argumentation. Ist in Ordnung, aber das zu machen. Und jetzt noch die letzte Aufgabe, die ist relativ entspannt. Ich werde es nur hier oben machen, weil ihr könnt wahrscheinlich, wenn ihr euch das später anschaut und mal auf Stopp drückt, wird immer dieser Balken, ja, mit den Timestamps dann immer im Weg stehen. Also schreibe ich lieber hier oben weiter. Wir haben noch die Folge an gleich n Fakultät durch 2021 mal N-Fakultät. Nee, Entschuldigung, hier ist N hoch N und hier ist N-Fakultät. Genau, das ist der letzte. Und ja, bei dem würde ich gerne, gute Frage, muss ich gestehen, ich würde einfach über Wachstumsgeschwindigkeiten argumentieren. Ich würde mir jetzt nicht irgendwie die Hände schmutzig machen und versuchen, das nachzuweisen. Ich kann auch gerne später mal drüber reden, wenn ihr wollt. Ich würde einfach mit Wachstumsgeschwindigkeiten argumentieren und deswegen sagen, dass diese Reihe, dass diese Folge gegen unendlich geht. Die wird divergieren. Aus derselben Begründung, dass wir zum Beispiel auch, dass zum Beispiel ein, Moment, ich schreibe euch mal einen kleinen Zahlenstrahl auf mit den Wachstumsgeschwindigkeiten. Alles, was ich hier abtrage, na, ich sag mal hier irgendwo, ich könnte jetzt eine Konstante wie 1 hinschreiben, ne? Aber ich möchte mit den Dingen anfangen, die... Okay, ich nehme 1 als eine Art Startwert, eine Art Richtwert. So. Und alles, was da drüber kommt, alle Wachstumsgeschwindigkeiten, die ich aufschreibe, die gehen gegen unendlich. Jetzt ist nur die Frage, was geht stärker gegen unendlich? Und das ist nämlich der Knackpunkt, warum das eigentlich eine... Ja, fast schon, ja... wie gesagt, man kann es wahrscheinlich dann als Text begründen. Ja? Was jetzt hier so auf diesem Strahl mit den Wachstumsgeschwindigkeiten vorkommt. Ist sowas wie, jetzt muss ich kurz überlegen, was langsamer war. Genau, sowas wie vierte Wurzel, dritte Wurzel, zweite Wurzel. Ja? Das sind alles die, also unten drunter kommen noch die noch höhere Wurzeln. Ne? Die wachsen langsamer als diese Wurzeln. Bis hin zu, irgendwann fangen wir an mit Polynomen. Dann Polynom hoch 2, hoch 3, hoch 4, ne? Die gehen dann immer noch ein Stück weiter. Also von den Wachstumsgeschwindigkeiten, ich weiß, dass ein n-Quadrat stärker wächst als ein n. Ein n wächst stärker als eine Wurzel. Ja? Dann geht's und so weiter und so fort, n hoch 3, n hoch 4, n hoch 5. Das nächste wäre q hoch n. Das ist nämlich genau der Übergang zu diesen, was wir hier, also zum Beispiel hatten, wenn wir 1 durch n-Quadrat haben, haben wir harmonische Reihen. Wenn wir diese Folgeglieder aufsummieren. Und wenn wir die Summe mit q hoch n haben, sind wir auf einmal bei der geometrischen. Ja? Jetzt muss ich vielleicht noch drüber schreiben, dass q größer ist als 0. Ja, ansonsten kommt es wieder nicht hin. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich rede ja von den Dingen, die alle gegen unendlich gehen hier. Gegen plus unendlich. Dann kommen Sachen wie die Fakultät und dann sowas wie n hoch n. Das ist die, eine Liste mit der Wachstumsgeschwindigkeit. Also alles, was weiter rechts steht, also alles geht gegen unendlich, ne? Aber was weiter rechts steht, geht eben schneller gegen unendlich. Und das bedeutet, wenn ich jetzt sowas habe, wenn ich n hoch n durch n Quadrat, durch n Fakultät teile, dann weiß ich, dass etwas stärker wachsendes durch etwas schwächer wachsendes, also der wird den hier in der Unendlichkeit dominieren. Das bedeutet, das Ganze geht gegen unendlich. Eventuell, wenn wir noch negative Vorzeichen hätten, gegen minus unendlich. An der Stelle würde ich aber einfach nur sagen, geht gegen unendlich mit der Begründung, dass n hoch n schneller gegen unendlich wächst als n Fakultät. Ich denke, dass es in Ordnung ist. Fragt da ruhig nochmal nach. Ja? Eventuell habt ihr das sogar in der Vorlesung bewiesen und könnt es deshalb benutzen. Ja, das ist eigentlich auch Klassiker. Genau, für gewöhnlich reicht es, mit den Wachstumsgeschwindigkeiten zu argumentieren. So wollte ich das Ganze noch abschließen.
Q-Größe 1, Entschuldigung, ja, genau, ihr habt ja recht, Entschuldigung, das ist natürlich ziemlich blöd von mir. Ja klar, ansonsten wird es ja gegen 0 gehen, ja, genau. Dankeschön, klasse. Genau. Q gegen, genau, so ist es. Ja, das haben wir, da haben wir es. Habt ihr noch Fragen dazu? Ansonsten, ich glaube, wir sind jetzt auch schon, also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Aufgaben hinter uns und ich finde sie thematisch sehr gut gelegen, ja, alles so irgendwie mit Folgen, auch mal eine gute Potenz rein, hat zwar schon mit Funktionen zu tun, aber ich muss mal irgendwie umschalten, so, halt nicht, hoppala, so, was da passiert. Ja, das war's erstmal für den ersten Teil. Das letzte mit Minorantenkriterium zeigen. Minorante nur für Reihen, um Reihen auf Divergenz zu prüfen. Wir haben ja eine Folge gehabt. Ja? Wie gesagt, ich argumentiere hier mit der Wachstumsgeschwindigkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es erlaubt ist. Ich würde vielleicht sogar darauf wetten, dass ihr das in dem Skript schon bewiesen hattet. Ansonsten als Text schreiben, weil der Beweis selber, müsste ich auch noch mal kurz gucken, war ein bisschen aufwendiger. Das müsste man, glaube ich, dann mit dem sogar mit der Definition machen. Müsste ich nochmal schauen, wenn euch das wirklich interessiert. Oder ich mache es mal als Video. Genau, das könnte ich mal als Video hochladen. Das wäre ziemlich cool. Aber ich glaube, Wachstumsgeschwindigkeit reichen. Fragt ruhig nochmal nach. Es ist bei sehr vielen Unis, also ich habe noch nicht eine gesehen, wo man das dann hätte wirklich in der Prüfung liefern müssen. Je nachdem, wie. Ist meine Vermutung jetzt, ja. Gerne mache ich aber mal ein Video für euch dazu. Wann geht es weiter? Nein, es geht in einer Stunde weiter. Es geht 14.30 Uhr weiter. 14.30 Uhr, genau, in einer Stunde und 9 Minuten machen wir weiter. Und kommt noch was zu Quadriken? Heute nicht. Quadriken kommen nächste Woche. Sind auch nur quadratische Gleichungen, ja? Also einfach gesagt. Bei uns reicht das nicht. Ja, sicher? Wie gesagt, ich kann euch gerne mal ein Video nachlegen, wo ich das beweise, dass genau das gegen unendlich geht. Also das reicht ja aus, n hoch n gegen stärker wächst als n Fakultät. Da kann man auch den Kehrwert machen, geht es gegen 0. Ja. Genau, wenn euch das interessiert, machen wir das mal. Ja, und Livestream könnt ihr euch natürlich anschauen, das alles hochgeladen. Ja, da würde ich sagen, genießt einfach mal die nächste Stunde noch die Sonne, esst was, ja. Und dann machen wir danach weiter. Ich kann ja jetzt schon mal verraten, es geht um Grenzwerte von Funktionen, also ähnliches Spiel wie hier, und endlich können wir mit L'Hôpital arbeiten. Wir gucken uns Extrema von einer Funktion mit nur einer Variable an. Okay, hoppala, ich dachte mehrere. Ja, na gut, muss ich noch ändern in der Beschreibung. Also Extrema auf jeden Fall. Integrale lösen wir, Partialbruchzerlegung, Substitution mit Fragezeichen, partielle Integration. Und wir gucken uns eine Differentialgleichung an. Ein wunderschöner Weg mit dem Zaunfall für nächste Woche, wenn wir uns eine Altklausur zu Differentialgleichungen anschauen. Genau, das ist erstmal der Plan. Anderes kann ich noch nicht sagen. Und lineare Algebra-Darstellungsmatrix kommt morgen. Genau, das ist, finde ich, alles gesagt. Ja, kommt. Genau, alle Fragen, denke ich, beantwortet, weitestgehend. Ja. Weitestgehend. Deine Videos und Dankeschön. So Leute, dann bevor wir noch zu viel Zeit verlieren und macht euch eine schöne Mittagspause. Ja, würde mich freuen, wenn ihr nachher wieder einschaltet. Genau. Livestream wird gleich hochgeladen. Oh, mir wurden 99 Cent gespendet. Ich habe vergessen, mich zu bedanken. Freut mich natürlich, auch wenn es nur so eine kleine Geste ist. Macht mich immer sehr glücklich. Danke nochmal. Ja, wir machen 14.30 Uhr weiter mit genau den Themen. Ich werde euch gleich den Link nochmal als Community-Beitrag mit den Themen hochstellen. Gut, dann bis gleich. Wenn ihr noch eine Frage habt, sowas wie hier, jetzt kann ich nicht abschalten jetzt. Ja, gleiches Spiel, ne? Stärkste ausklammern. Klammer einen 9 hoch n aus, ja? Und dann wirst du sehen, kommt da 0 plus 0 plus 0 plus 0 geteilt durch 0 plus 1. Kommt dann eine 0 raus, genau. Bam, Ende.